Das Wahlergebnis ist ein Fiasko. Schmorf wird uns in den Ruin führen. Ich würde das nicht ausschließen, weil es ist ein Unterschied, gut im Wahlkampf zu sein, bedeutet nicht, automatisch ein guter Bürgermeister zu sein. Das ist übrigens eine Lektion im Leben, die ich auch mit zusehendem Alter erst gelernt habe. Viele Leute sind gut, nicht unbedingt nur gut im Debattieren, sondern sehr ausdauernd im Debattieren. Und jetzt sagt ihr gleich wahrscheinlich, lol, er meint sich selbst oder sowas. Aber die Unterscheidung zu treffen zwischen einer Diskussion, meinetwegen in einem Debattierclub, und einer Diskussion zwischen Freunden oder anderen Leuten, Partnern, whatever, ist halt der, dass es beim Debattierclub geht es darum zu gewinnen. Das ist ja wie bei Filmfights oder so. Da geht es ja darum, einfach, da ist das Debattieren ist ja der Sinn. Es geht nicht um Recht haben, es geht darum, einfach die Debatte zu gewinnen. Und wenn man aber sich mit Freunden unterhält oder diskutiert oder debattiert, dann ist es ja kein Debattierclub mehr. Dann geht es eben nicht darum, eine Diskussion zu gewinnen. Weil selbst wenn man eine Diskussion gewinnt, heißt das nicht, dass der andere sich dadurch abgeholt fühlt. Versteht ihr, was ich meine? Es ist ein Unterschied. Nee, eben nicht. Ich denke nicht, es geht nicht darum, wenn man sich Menschen mit anderen Menschen debattiert, geht es nicht in jeder Situation immer darum zu gewinnen, sondern es geht halt oft darum, den anderen zu verstehen und dem anderen vielleicht zu erklären, was die eigene Sichtweise ist. Und wenn man jemandem, nur weil jemand besser ist im Debattieren, heißt das nicht, dass er mehr Recht hat. Nur weil jemand irgendwie besser in der Lage ist, Argumente zu verbalisieren oder so, oder eine bessere Redetechnik hat, heißt das noch lange nicht, dass man Recht hat. Und ich glaube, das führt oft dazu, dass Leute, die sowas gut können, haben manchmal das Gefühl, wenn sie einfach gut sind im Debattieren, dann kommen sie zu ihrem Recht oder bekommen Recht oder haben Recht, aber das ist, finde ich, ein Unterschied. Recht bekommen und Recht haben irgendwie, oder? Das ist ein Unterschied. Als Polizeichef hast du doch jetzt eh mehr Macht als Bürgermeister. Mir geht's doch nicht um Macht. Mir geht's um Spaß. Aber selbstverständlich hast du recht. Selbstverständlich hast du recht. Natürlich habe ich als Polizeichef, kann ich ähnlich wie ein General, der sagt, okay, das Militär übernimmt jetzt provisorisch mal die Macht im Land, kann das auch der Polizeichef natürlich jederzeit machen. So, ich muss es, glaube ich, nochmal umstellen hier. Ne? Ah, ne, Project Stormlight ist schon. Wo ich das gerade sehe, vielen lieben Dank übrigens für alle, die in der letzten Stunde so ein bisschen abonniert haben hier auf dem Kanal. Und, ach, ich bin da schon in meinem Haus. Und ich sehe es gerade, weil BandHabit95 verlängert sein Geschenk-Abo von Sorgs. Und das finde ich immer geil. Ich freue mich immer, wenn Leute länger dabei bleiben, wenn sie sich denken, okay, dieser Monat war es wert. Und ich freue mich auch immer, wenn Leute ein Geschenk-Abo bekommen und dann vielleicht sagen, ey, das Geschenk-Abo ist ausgelaufen, aber ich verlängere das aus eigenen Antrieben, weil mir das hier gut gefallen hat. So. Prost. Oh, lecker, oder? Ich liebe Kaffee so mit Milchschaum und so. Sehr schön. So, ich sitze da noch. Ich muss gleich natürlich wieder mal loslegen und weitermachen. Aber wir können noch ein bisschen Kaffee trinken und ein bisschen essen. Gleich geht's hier richtig los mit Geronimo Röder. Super, Miss Panini. Freut mich sehr. Pfarrer wäre auch super gewesen. Ey, Leute, ohne Scheiß. Pfarrer ist eine super Idee. Ich hatte überlegt für das nächste, falls wir mal wieder Rustplatz machen, habe ich überlegt, ich spiele nächstes Mal einen Anwalt und biete meine Dienste als Anwalt an. Aber Pfarrer ist fast noch eine bessere Idee. Man kann nicht nämlich eine eigene Religion gründen. Ist doch geil. Das wollte ich schon immer mal machen. Pfarrer ist super. Prediger, Pfarrer. Und auch in aller Regel total pazifistisch.
Lieben Dank, Meriton. Papst. Ja, Papst. Papst ist vielleicht ein bisschen zu viel. Nee, ich meine wirklich so ein einfacher Dorfpastor oder sowas. Dann baue ich mir so eine kleine Kirche und dann werde ich halt Dorfpastor. Das finde ich eine gute Idee. Eine kleine Kirche bauen, eine kleine Lehre auf, also was heißt Lehre, so eine Religion irgendwie definieren und dann schön Pastor spielen. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Mein Ingame-Charakter hat Hunger. Hat der irgendwas? Käse. Ist auch schön. Dann ist es ja nicht deine Religion, sondern du glaubst an etwas, sagt David. Ja, weißt du, ich kann mir eine Religion gründen und daran glaube ich dann. Und dann muss es ja gar nicht so darum gehen, wer die Religion erfunden hat oder so, sondern man kann ja einfach die Werte dieser Religion einmal festlegen und definieren. Es ist halt eine eigene Religion. Oder man nimmt sich halt eine, ich meine, dann wäre ich halt ein christlicher Prediger. Das wäre auch irgendwie lame. Man müsste es vielleicht ein bisschen einfach anpassen, finde ich. Ein bisschen was Eigenes. Welche Werte hätte die Religion? Muss ich mir noch überlegen. Nils, war es eigentlich so abgesprochen, dass wenn man stirbt, dass man als die gleiche Person zurückkommt? Oder hat sich das einfach so ergeben? Das weiß ich gar nicht genau, ehrlich gesagt. Aber es ist ja auch, wenn du jedes Mal einen neuen Charakter machen musst und dem jedes Mal eine neue Geschichte von Anfang an geben musst, und der kann sich in keine Gemeinschaft so richtig reinfinden, finde ich schon besser, wenn man die Person bleiben kann, die man ist. Ich meine, das andere wäre Hardcore natürlich, ne? Wäre auch eine Möglichkeit, aber ich finde es, glaube ich, so besser. Die kaiserliche Religion aus Warhammer, die kenne ich gar nicht. Nee, diese Religion, bei der ich dann auch Prediger wäre. Und wie gesagt, ich bin da gar nicht Kirchenoberhaupt oder sowas, sondern in dieser Religion bin ich einfach, stellt euch das vor wie so ein Pastor. Habt ihr zufällig Midnight Mass gesehen? Eine Serie auf Netflix, so eine Gruselserie. Die ist aber nicht so schlimm gruselig. Und da gibt es ja auch diesen einen Pastor, der einfach auf dieser Insel ist, der ist halt der Inselpastor. Sowas. Absolut, man kann Beichten ablegen bei mir. Definitiv, es gibt einen Beichtstuhl. Midnight Mass ist leider unglaublich scheiße, sagt No Gaming Talent. Fand ich nicht. Ich fand es nicht unbedingt. Ich fand es gar nicht scheiße, ehrlich gesagt. Mann, beschützen Sie mich! Meine Weiblichkeit ist in Gefahr. Da unten. Das ist übrigens. Das ist der Herr. Jetzt habe ich auch schon wieder Durst. Das war eine geile Idee, sich einzuloggen. Alter, da ist er ja. Hallo. Ah, warte, ich kann ja da was trinken. Hallo. Ich glaube, hier ist gleich was los. Herr Bürgermeister. Passen Sie auf, Herr Bürgermeister. Sie steht wieder auf. Ja, die Diarrhoe-Religion, genau. Das ist ja aber ja, ich habe schon häufiger mal auf irgendwelchen Partyveranstaltungen Religionen gegründet. Aber die meisten nicht weiter verfolgt. So, hören wir mal rein, oder? Was da gerade los ist. Bürgermeister, hallo? Eine Jungfrau. Es tut mir leid, aber das müssen Sie schon alleine schaffen. Sie müssen ja in dieser Welt überleben lernen. Wo wäre ich denn, wenn ich Ihnen helfen würde? Herr Bürgermeister, jetzt packen Sie mal mit an, Sie faules Schwein. Wie komme ich hier eigentlich raus? Wegen unterlassener Hilfeleistung.
Machen wir euch mal ein bisschen größer hier, oder? Was ist denn hier los? Oh oh. Was ist denn hier los? Hilfe! Hilfe! Au. Oh, jetzt werde ich direkt sterben. Wo kommen denn auf einmal die ganzen Zombies her? Ja, der lebt ja noch. Eieieiei. Keine Muni mehr? Muss ich mal. Ja, ich muss mich mal schnell heilen hier. Okay, was ist es? Platzwunde, oh nein, infiziert. Oh, aber, ja. Oh, sehr geringe Verletzung, furchtbare Schmerzen. Okay. Ich glaube, ich werde sterben. Oh oh. Aber ich kann ja nicht essen und gleichzeitig hier kämpfen. Das geht natürlich nicht. Uiuiui, das sieht aber schlecht aus für die Polizei, wenn da jetzt die ganzen Zombies davor stehen. Oh Mann, pass auf! Ist das hier jetzt der Herbert oder ist das schon Zombie-Herbert? Ich weiß es nicht. Aber kroch doch da unter den LKW. Ah, hallo! Guten Abend! Hallo, Herr Röder! Einen wunderschönen guten Abend. Was ist hier geschehen? Ich würde mich ja bewegen, Alter. Ich habe keine Waffe dabei. Tun Sie was. Gesetz. Aber daran halten Retten Sie meine nicht. Weiblichkeit. Herr Röder. Da. Herr Röder. Ja, da gehe ich dann an. Herbert, haben Sie erwischt. Gehen Sie weg. Ist das Herbert? Das ist ja Herbert. Den Mann in Ruhe. Das ist meiner. Das ist mein Herr Schwärmmann, weg du alle Tuse! Wieso treffe ich denn einfach nichts? Okay, das ist sehr, sehr gut gemacht. Pass auf! Geh weg! Wie ich einfach bald tot bin. Nicht an meine weibliche! Kommen Sie klar, Frau Dingels? Alles okay bei Ihnen? Steht für Wo kommen denn die ganzen Zombies her? Das wüsste ich auch sehr gerne. Ja, ich glaube, der Herbert hat sie hergelockt, aus Versehen. Ich hab ihn. Sie haben Herbert ermordet. Nein, 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 der kommt wieder. Den habe ich schon häufiger tot gesehen. Aber wann treffe ich? Das gibt's doch nicht. Irgendwas ist hier komisch. Wieso brauche ich sie? Herr Röder. Ja. Haben Sie unter Umständen eine Pistole mit 9mm Patronen, die ich mir leihen könnte? Leihen? Ich kann doch nicht einem Laien eine Waffe leihen. Das ist korrekt, aber es ist ja auch eine besondere Situation hier. Also es fröstelt mir immer noch. Hallo? Ja, wir suchen ja gleich etwas. Herr Röder, Sie gehört eine andere weibliche Stimme. Bleiben Sie weg, das sind meine Männer. Ich meine, hallo. Wir suchen für Monika einen... Kleiderladen, irgendwo Reste. Was heißt hier Reste? Ich bin edel. Also Nein, da ist genug für Sie übrig. Es gibt ja selbstverständlich ein Bekleidungsgeschäft, aber wissen Sie, ich bin der Polizeichef und nicht hier irgendwie Louis Vuitton. Ja, aber wissen Sie zufällig in welche Richtung? Ich will doch nur helfen. Naja, im Stadtzentrum. Da gibt's doch so einen Laden. Da habe ich neulich gesehen, da war ich neulich mit meiner Frau, da haben sie Pistiers gekauft. Oh, da kommt ein Zombie wieder. Oh, Gott sei Dank, Trevisi. Die sind bestimmt auch eine von denen. Oh Gott, geben Sie der Frau bloß keinen Pfannkuchen. Das verträgt die junge Dame nicht. Frau Maus. Guten Abend. Ich habe ein kleines Problem. Können Sie mir vielleicht helfen? Ich habe es gerade knallen gehört. Irgendwer hat irgendwie eine Waffe. Ach, Herr Röder. Aha, so sieht man sich wieder.
Oh, ich freue mich wahnsinnig, Sie zu sehen. Wie geht's Ihnen denn heute so? Ach, wissen Sie, meine Frau hat mich verlassen, weil ich habe meinen Job als Bürgermeister verloren. Sie hat die Kinder mitgenommen. Ich habe sie über alles geliebt. Oh. Naja. Oh, das tut mir aber sehr leid. Ja, aber ich weiß. Ich lag wirklich nur an dem Job. Also wenn ich wirklich nur am Job gelegen haben sollte, dann ist die Frau das vielleicht auch gar nicht wert gewesen. Nee, reden Sie bitte nicht so über meine Frau. Sie ist tot. Ach so. Oh, das ist ein... Ich dachte, sie hätte sie verlassen. Ja, und dann ist sie gestorben. Sie ist vor Kummer gestorben. Oh, mein Beileid. Das tut mir wirklich sehr leid. Gut. Also wenn ich das ist natürlich ärgerlich. Ja, ich. Dann sagen Sie mir Bescheid. Vielleicht können Sie meine Frau von den Toten erwecken und meine Kinder. Ja, vielleicht können Sie dich auch einfach ersetzen. Wie ersetzen? Vielleicht können wir da mit dem. Ich kann noch Timmy, Johnny, Mareike, Lisa, Horny Boy, Steph 24/7, die kann ich doch nicht einfach alle ersetzen. Der Horny Boy? Ja, das war die Idee meiner, Frau, die ihr Onkel hieß so. Sie wollte den nach ihrem Onkel benennen. Mir scheint, als hätten sie da quasi, wären sie einer Kugel ausgewichen. Das ist schon okay, so glauben Sie mir. Sie sind besser alleine dran, Sie hübscher Kerl. Ja, das ist ja sehr nett, dass Sie mir hier Avancen machen, aber wissen Sie, der Verlust einer so fantastischen Familie, das schmerzt natürlich schon, wissen Sie. Ich habe hier doch teilweise schwere Tage. Ja, das verstehe ich. Ich kann mich da sehr reinfühlen. Herr Schmorfmann, mir ist immer noch kalt. Ja, wir gehen jetzt. Herr Röder, sind Sie denn gleich nochmal zu treffen? Ich würde mit Ihnen dann gerne nochmal reden über Vergangenes und Zukünftiges. Ah, ja, sagen Sie Bescheid und dann mache ich uns Pfannkuchen mit Dinkelmehl. Das klingt lecker. Ja, das ist in der Tat, das ist Familienrezept. Ah, meine Familie. Aber immerhin etwas, das bleibt, Herr Röder. Eine Sache bleibt, das Rezept. Ja, da haben Sie wohl recht. Nun. Apropos bleibt. Bleibt es dabei, dass Sie mir keine Waffe geben? Also ich habe ja natürlich jetzt eine Waffe dabei, aber ich. Na, es ist ja nur eine Frage, weil. Da, bitteschön. Aber auch ein Schatz. Wenn Sie da jetzt jemanden mit abknallen, dann will ich damit nichts zu tun haben. Nicht, dass Sie mir wieder Ihre Verbrechen anhängen. Selbstverständlich, und ich werde es auf meine Kappe nehmen. Oder so, Monika wird letztendlich dafür dann... Ich weiß doch, wie die Geschichte läuft. Sie erschießen gleich Maus und dann kommt Maus und behauptet, ich wäre verantwortlich dafür. Ich ziehe mir erstmal das hier. Sie erschossen wäre mir aber neu. Ja, das will ich doch hoffen. Herr Rüder, ich freue mich wirklich sehr, Sie zu sehen. Warten Sie kurz, ja. Ich muss mir kurz... Das klang neulich aber noch ganz anders, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja... Oh, Himmelswind. Ist das so? Haben Sie sich jetzt Klamotten? Naja, Sie haben mich vor versammelter Mannschaft bei der Bürgermeisterwahl im Prinzip des Mordes beschuldigt. Einkaufen gehen. Sie wollen einfach nur Leichen fleddern. Ja. Obwohl ich Ihnen ja nur geholfen hatte, ne? Ich hab ehrlich gesagt, also die liebliche Stimme der Dame klingt mir noch in den Ohren. Ich habe leider gar nicht gehört, was Sie gesagt haben. Ich sagte, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, da haben Sie mich vor versammelter Mannschaft bei der Bürgermeisterwahl bloßgestellt. Ja, aber schon irgendwie zu Recht, oder? Ich weiß, dass man mir das übel nehmen kann, aber ich habe es ja nur gut gemeint. Ich wollte ja eigentlich nur Gerechtigkeit. Wissen Sie, das war halt schon sehr peinlich, was da passiert ist. Also nicht, dass bei der Bürgermeisterwahl, obwohl das war vielleicht auch für Sie ein bisschen peinlich, das verstehe ich, aber das davor war mir halt sehr peinlich. Aber ja. Das ist was ganz anderes. Sie scheinen ja gerade nicht so viel zu tun zu haben. Was? Können Sie einer Dame in Not eben kurz helfen? Ja, wo ist die Dame denn? Eventuell waren sie da? Die Dame in Not ist hier vorne. Ich kann was, wo? Kann Ihnen die hier? Zeigen. Die da oder was? Die ist doch hier mausetot. Vorne, wenn Sie mir folgen, direkt um die Ecke. Kommen Sie mal mit. Naja, dann. Ich hoffe, die ist jetzt nicht weggelaufen. Naja, dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Na, sie läuft sehr langsam gerade. Ah. Hat sie so einen Schlurfschritt? Diese Dame hat einen... Ja, die humpelt, glaube ich. Ja, und macht sie so Geräusche, die so klingen wie... Ja, ich glaube, sie hat was Schlechtes gegessen. Ja, lassen Sie mich raten. Vielleicht hat die einen Pfannkuchen gegessen, bin mir nicht ganz sicher. Ja, das halte ich durchaus für möglich. Sind Sie noch da? Nee.
So. Oh, hier sehen Sie Maulwürfe. Sie sind auf die ganzen schönen Namen gekommen von ihren Kindern. Ach, das war Kreuzworträtsel. Ach so, hat nicht gewürfelt? Nee, wir haben so Kreuzworträtsel gekauft und ja. So, sehen Sie die Dame da mit der Tasche? Ja, ja, ja. Ist ganz arm dran. Ah, ja, okay. Ich brauche unbedingt Ihre Hilfe. Entschuldigen Sie bitte, kommen Sie keinen Schritt näher oder ich knall. Ich habe gesagt, es war ein Warnschuss. Bleiben Sie zurück. Hey. Hey. Das ist aber hartnäckig. Ich glaube, die kennt sich aus. So, sie wollte nicht hören. Also das war jetzt nicht... Was machen Sie denn da? Passen Sie auf! Da müssen Sie doch aufpassen, junge Frau. Ich wollte Ihnen helfen. Ja, aber ich Sie... dachte, die Gefährlichste ist schon weg. Was ist das jetzt? Was haben Sie jetzt da für eine Beziehung? Ich meine, die Dame sieht Ihnen ja schon sehr ähnlich. Sind Sie verwandt? Finden Sie? Gucken Sie mal, die ist viel blasser als ich. Ja... Sie hat etwas jüngere Haut, das stimmt. Sie war vermutlich nicht so oft leichtsinnig in der Sonne ohne Sonnencreme. Hm. Guck mir das mal genau an. Ja, wenn ich das jetzt so vergleiche. Ich bin natürlich. Ich bin ja hier im Regen und ein bisschen dreckig. Ne? Das sieht denn. Was rumpelt denn da schon wieder so? Oh, überall. Oh, hier. Da, das. Da liegt. Das brauche ich noch. Was wollen Sie denn mit dem Messer da? Das hat jemand fallen gelassen vorhin. Aha. Also nicht für Sie, keine Sorge, aber ich muss mich ja ein bisschen schützen. Hey, See, hören Sie doch mal auf, gegen die Tür zu bollern. Wohnen Sie hier? Kann ich mal Ihre Papiere sehen? Hey, See, ich rede mit Ihnen. Hallo, können Sie bitte aufhören, an meiner Tür zu klopfen? Dankeschön. Dann drehe ich Sie eben kaputt. So, drauf da. Sowas gibt's mit mir nicht. Ja, natürlich. Wer sich nicht ausweisen kann, der wird natürlich... Ja, dafür ist das Messer da. Ah, okay. Verstehe. Sie müssen selbstverständlich, wenn Sie... Sie dürfen nicht einfach Menschen töten, ne? Das wissen Sie. Das ist kein Mensch gewesen, habe ich gehört. Ah, ja, okay, okay. Und Sie wohnen jetzt hier, oder was? Ja, das, Hier, ich kann Ihnen zeigen, ich beweise das. Ich habe zwar keinen Zettel, aber vielleicht erinnern Sie sich hier. Das ist mein Emotional Support Pimpel. Ah, der, ja, okay. Der wohnt hier und der hat gesagt, ich darf hier als Gast wohnen, zeitweise. Also der hat hier also das Sagen, ja? Ja, der ist ein bisschen wortkarg manchmal, aber also der hat so ein Regelheft. Aha. Und danach muss ich mich halt dann ein bisschen richten, aber sonst darf ich mich hier niederlassen. Und wer hat das hier alles, wer diese Zerstörung hier angerichtet? Hier, Tische, Stühle, hier alles zerkloppt. Das gibt's auch gar nicht. Also dann müssen Sie Herrn Pömpel fragen. Das war schon so, als ich hier ein, als ich mich dazu gesellen durfte. Das war der Pömpel? Ich weiß nicht. Also der Pömpel war da und die Zerstörung war auch schon da. Quasi Pömpel-Zerstörung. Ja, vielleicht muss ich... Vielleicht hat das jemand mit dem Pömpel gemacht, weil der sieht auch nicht mehr so gut aus. Vielleicht muss ich den mal ins Gefängnis stecken, den Pömpel. Ja, vielleicht wird der Pömpel sich dann besser benehmen danach. Ja gut, Sie kommen mit einer Verwarnung davon, Pömpel. Und sonst, haben Sie überall nachgeguckt, ob es hier irgendwelche... Ah, hier, die Luft ist rein. Ich schau mal für Sie nach, ja? Aber hier ist ja auch alles kaputt. Ja, also, hier war auch gerade schon jemand, hab ich gehört, von der Dame da draußen. Ah, ja, die Luft ist rein. Hier, das ist das Gästezimmer hier, darf ich bleiben. Muss leider hier auf dem Stuhl schlafen, aber ja. Zumindest ist hier alles sauber. Ah, die ganzen Möbel kaputt. Irgendein Irrer hat das hier offensichtlich zu verantworten, hier alles kaputt gemacht zu haben. Irgendein Wahnsinniger. Ja, kann man nicht vorstellen, wie das gewesen ist. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Aber wenn ich den erwische, dann erzähle ich dem mal ein paar Takte mit meinem Gewehrkolben. Welche Sprache spricht denn der? Siamesisch. Können Sie da mal eine Kostprobe geben? Nein, ich spreche die Sprache nicht, nur der Knüppel. Ach so, okay. Was ist er in dem Sack? Ist er Schmuggelware oder? Nee, eigentlich, ich kann mal reingucken.
wenn ich ihn... Moment. Was haben wir denn da? Also, wir haben da drin... Brauchen Sie Kippen? Sie rauchen doch. Ah nee, das war die Dame, ne? Ne, ich rauche auch, ja. Ich steck mir mal eine an. Ja, also, ich nehme mal so einen richtig guten... Oh, gut. Schön mal die Lunge durchpusten. Ja, ist gut. Haben Sie mal ein Feuer für mich? Jetzt nach der Aufregung? Ja, warten Sie. Ah, guten Abend. Hallo? Guten Abend. Bitteschön. Danke. Dankeschön. Hey! War das gerade ein Diebstahl? Einfach angekrabbelt. Das ist ja frech. Ich muss mal eben ganz kurz hier in der Tasche wühlen. Ich fühle mich gerade nicht ganz so gut. Hat einer von den Herren, eventuell. Mag jemand von Ihnen vielleicht ein Leo-BH tauschen gegen einen Dosenöffner? Ich finde, das ist ein fairer Deal. Ah. Ich habe Hunger, wissen Sie. Ich habe keine Mittagspause gehabt. Mmh, lecker. Was gab's denn Gutes? War das ein Pfannkuchen? Na, so eine Dose. Ach so, okay. Dosenfutter. Schlümpfe? Schlümpfe, ja. Was, Herr Röder, was haben Sie denn heute noch so vor? Ja. Also, Dose mit Bohnen. Ja, genau, so eine Dose, genau. Ja, ich muss an am Rechten schauen. Ich hatte Feierabend und kam in die Wache und auf einmal sind überall Zombies. Da frage ich mich natürlich, okay, also als ich das letzte Mal hier in dieser Stadt was zu sagen hatte, da gab es keine Zombies. Kaum bin ich 5 Minuten nicht mehr in Amt und Würden, laufen überall Zombies rum. Fragt man sich natürlich schon, was ist da los, ne? Das wundert mich natürlich auch, das verstehe ich. Mhm. Was machen Sie denn jetzt beruflich? Ich bin jetzt Polizeipräsident. Oh, das ging aber schnell. Ist das nicht vielleicht sogar eher ein Schritt hoch in der Karriereleiter? Ja, das kann man so sagen. Ja, auf jeden Fall, ja. Das klingt doch nach einem gemachten Mann, würde ich sagen. Ja, danke schön, das stimmt schon. Also ich muss sagen, ich tue auch viel mehr für meinen Körper seitdem. Ich mache Full-Body-Workout. Öfter mal in die Handeln ran und so, ne? Ja, das ist eigentlich ganz praktisch, dass sich da jemand so eingebracht hat und sich die Mühe gegeben hat. Ich meine, haben Sie gut gemacht. Ja, manchmal wird man zu seinem Glück gezwungen, ne? Im wahrsten Sinne. Aber wenn dann das Outcome am Ende gut ist, schauen halt. Ich habe mal meinen Dreck da liegen gelassen. Das ist sehr freundlich. Das ist aber auch strafbar, das wissen Sie, ne? Ich muss mal eben auf Klo. Ist das ein Strafzettel ausfallen? Oder wie ist das? Oder geht das hier alles schriftlich? Nein, wissen Sie, Strafzettel ist aus einer Zeit, aus einer einfacheren, weicheren Zeit. Heutzutage, solche Vergehen werden eigentlich direkt mit Gefängnis bestraft. Ach so. Ja, wäre ja eine Schande, wäre der Mann, dass das hier nicht wieder aufheben würde. Oder der warten Sie doch mal, junger Mann, mit dem Trainingsanzug von Friedhelm Funkel. Können Sie doch mal Ihren Dreck wieder aufheben, bitte? Das ist nicht meiner. Ja, das haben Sie doch da gerade hingelegt. Aber wir haben hier zwei Zeugen, die gesehen haben, dass sie das da gerade hingeschmissen haben vor meiner Haustür. Ich hab's da nicht hingeschmissen. Ich bin durstig. Ist das Ihr Gebäude? Ja, ich bin hier, wohne hier zur Miete bei Herrn Pömpel. Außerdem, wer lässt denn hier einfach die Tür auf? Da kommt die ganze kalte Luft rein. Das Fenster ist schlecht für die Heizkosten. Nee, das ist nur auf Kipp, das macht Schusslüften. Schutzwiffen? Stoßlüften. Können Sie das nicht, damit es nicht schimmelt? In der Wohnung muss man Stoßlüften. Und dann. Ich bin eh bald tot hier. Die Wohnung und dann bildet sich kein Schimmel, weil es jeder gute Vermieter. Oh. Herr Pömpel hat mir das alles erklärt. Deswegen ist das immer so grün. Haben Sie zufällig noch Bandagen da oder sowas? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Doch. Ich hab noch die Hose von Herrn Schmorf, da kann ich eins draus machen. Das Blut sapscht aus mir raus, also.
Warten Sie mal, ich glaube, ich kann Ihnen das machen. Machen wir mal hier schön die Anzugshose. Also gleich habe ich kein Blut mehr. Oh, ich beeil mich. Ich habe einen Stieltopf, reicht das? Für das Auffangen des Blutes, ja. Oh, sehen Sie, ich mache die ganze Einfahrt rot. Ach Gott. So, die müssen jetzt hier liegen. Können Sie die nehmen? Ich weiß nee, nicht, ich darf das nicht nehmen. Das müssen Sie hier vorne, müssen Sie mir per Handlung. Ich lege auf die Straße. Ja, legen Sie mal auf die Straße. Das heißt, die sauberen Bandagen mal schön auf die Straße legen, das ist eine gute Idee. Ja, ja, ja. Ist ja sauber, Sie haben ja aufgeräumt hier. Da haben Sie recht, ja, zum Glück. Oh, das ist aber nett. Och, 17 Stück gleich. Dankeschön. Ja, das ist die Hose von Herrn Schmorf, aber sagen Sie nicht, dass ich die Hose mitgenommen habe. Wieso haben Sie denn diese Hose von dem Herrn? Die hat er vergessen. Der hat seine Hose vergessen? Entschuldigen Sie bitte, was ist denn da auf einmal in diesem Bürgermeisterbüro los, dass Sie... Also, der Herr Bürgermeister hat seine Hose bei Ihnen vergessen? Was läuft denn da? Mhm, hat er. Der suchte eine neue Hose. Der hatte so eine hässliche Jeanshose. Die war ganz nass unten. Und dann habe ich ihm meine Hose, also meine Unterhose-Hose angeboten. Mhm. Und das war die gerade, die Sie jetzt da irgendwie am Arm haben. Die hat er dann vergessen. Deswegen stand er auch nicht ordentlich angezogen bei der Bürgermeisterwahl da. Ah, okay, weil ich meine, der Mann hat Frau und Kinder, ne? Also, wenn Sie verstehen. Was hat denn das mit der Hose zu tun? Naja, wie würden Sie sich denn fühlen, wenn Ihr Mann berufsbedingt mit... Also, Sie verstehen schon. Also, wenn mein Mann sich berufsbedingt schön anziehen würde, wäre ich sehr stolz. Ja, aber jetzt soll sich... Ja, aber nicht ausziehen doch. Also. Naja, aber zum Anziehen muss man sich ja auch mal ausziehen. Ja, aber das machen wir doch nicht in Gegenwart einer fremden Frau. Ich habe mich umgedreht, habe extra gesagt, ich drehe mich um. Aber haben Sie sich auch noch umgedreht? Und dann sind wir hochgegangen, genau. Dann sind wir hochgegangen in die Küche. Also erst haben Sie sich, er hat sich ausgezogen, Sie haben sich hoch umgedreht und dann sind Sie nochmal zusammen hochgegangen. Genau, dann waren wir oben in der Küche, in dem Laden. Und das ist jetzt die harmlose Variante der Geschichte, oder was? Ja, dann waren wir dreckig und dann haben wir uns gewaschen. Also wissen Sie, wenn Sie das Frau Schmorf erzählen, bin ich mir nicht so sicher, dass sie da die Harmlosigkeit in Ihren Worten findet. Ja, die... Da portiert er vielleicht was rein, aber wir waren ja nur ein bisschen versaut. Nun, wissen Sie, soll ich mal ehrlich mit Ihnen sein? Ich bin momentan nicht so gut drauf. Oh, das tut mir leid. Kann ich Ihnen irgendwie, kann ich Ihre Laune ein bisschen heben? Ja, wissen Sie. Sag mir nach, ich wäre ein Sonnenschein. Ah ja, wissen Sie, mir kann niemand mehr helfen. Für mich ist es zu spät. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe das. Ich glaube, ich würde auch den Kopf hängen lassen, wenn nicht. Ja. Also ich weiß auch nicht, wie lange ich noch habe, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, das ist... Oh, ich verstehe. Ist jetzt schätzungsweise 5 Minuten her. Es ist je nachdem. Gut, ich bin jetzt sehr muskulös, da kann das schon mal die 1 Minute mehr oder weniger noch ein bisschen länger dauern. Aber das ist aber sehr nett. Dankeschön, dass Sie mir die letzten Stunden noch ein bisschen... das ist sehr, sehr nett. Dankeschön. Die letzten Stunden. Bist du ein bisschen müde? Ja, ich habe auch schon ein bisschen Fieber. Ich nehme mal so eine Tablette hier. Ich habe ein bisschen Fieber auch. Schon sind wir, da habe ich noch das. Das sind so kleine bunte Pillen. Ah, das ist, ja, das so ist. So Smiley drauf. Ah, das ist nett. Wissen Sie, man weiß nicht genau, wie lange man. Entschuldigen Sie, ich weiß nicht, was. Ist das okay, Herr Rühne? Nee, ich fühle mich schon so ganz anders als. Das wäre nicht so richtig... Soll ich Sie zum Arzt bringen? Ja, haben wir denn einen Arzt? Der Arzt war doch bei der Bürgermeisterwahl. Vielleicht findet er jemanden. Meinen Sie, ich weiß... Sie hier in dem Tracking-Anzug vielleicht irgendwas? Von einem Arzt? Ich kenne einen Arzt. Der kann alles reparieren. Ja, okay. auch mich, also... Oder nur Möbel. Nee, auch Menschen, also hauptsächlich Menschen. Der hieß, ich glaube, Jaggerman. Simpson. Jagger. Oh, mir geht's gar nicht so gut. Ich muss aber eben die Bandage wechseln, aber das sieht auch schon echt. Haben Sie da gerade gesehen, wie der Eiter da schon rausgespratzt? Ja, das sucht hier so ein bisschen, das ist ein bisschen eklig. Vielleicht sollten wir sie auch waschen. Kommen Sie mal mit, hier drin ist ein Wasser. Das ist aber auch teilweise soll das. Das dürfen Sie nicht nutzen. Nein, das ist ja. Ich verstehe schon. Dann brauchen wir die Erlaubnis von Herrn Pömpel. Ich gucke mal, ob ich das einholen kann. Ja, okay.
Sagen Sie es niemandem bitte, okay? Wurden Sie gebissen? Nein, ich... wieso? Würde Sie das stören, oder? Nö. Ich mag Hirn. Ah. Der Pömpel ist leider ein bisschen unkooperativ gerade. Der möchte nicht helfen. Ah, okay, ich verstehe. Aber wir können das fixen. Das geht. Das funktioniert. Das ist wie mit dem Precoding, ja? Wenn man das aufs T-Shirt macht, ne, diese weiße Flüssigkeit, dann sieht der Druck viel besser aus nachher. Und dann schickst du ihn durch einen Tunnel. Und genau so müssen wir das mit dem Gehirn machen. Okay. Ich kann nicht ganz folgen. Ja. Okay, also ich bin zu allem bereit. Wissen Sie, so wie ich mich derzeit fühle, ich bin zu allem bereit. Also ich hätte tatsächlich nur noch mehr Tabletten mit, like, mit Gesichtern drauf. Oh, ich bin auch furchtbar hungrig, wissen Sie, so. Ich muss mal irgendwas. Ich habe Alkoholtupfe. Oh ja? Oh, machen Sie. Wollen Sie mich vielleicht mal reinigen? Da, ich weiß nicht, ob das. Ob das doch. Das klingt aber gar nicht gut. Mögen Sie Tomaten? Ja, ich bin furchtbar hungrig. Ich habe hier Tomaten. Da. Ich habe noch Bohnen. Oh ja, ich bin furchtbar hungrig. Oh, das ist aber sehr nett. Das klingt echt gut. Das ist ein Alkoholtupferle? Ja, ein bisschen. Ja, das ist mir jetzt egal. Ich. Oh Gott, das, ja, ich probiere mal eben. Geben Sie mir mal eine Sekunde. Oh ja, das hat's. Ja, ich fühle mich schon deutlich besser. Oh, sehr gut. Wenn Sie noch Hunger haben, hier ist noch eine. Ich glaube, Tomaten stehen hier noch. Oh ja, danke schön. Die sind auch noch zu, also ist nicht schlimm, dass sie auf dem Boden stehen. Oh Mensch, die sind ja ein Engel. Ich glaube, wir sind mit den falschen Füßen begegnet. Mensch, soll ich Sie zur Toilette begleiten? Das klingt echt gar nicht gut. Aber nicht, dass Sie wieder rauskommen. Ich muss erstmal was. Ich esse erstmal hier was, diese Bohnen. Ich fülle mal eben meine Flaschen auf, wenn Sie Durst haben. Das klingt nicht gut. Er ist schon wieder so ganz. Kann ich mich kurz bei Ihnen anlehnen? Vielleicht einmal Ihnen ganz dicht kommen. Einmal nur. Oh, können Sie mir den Kopf streicheln? So, einfach. Können Sie mir liebevoll über den Kopf streicheln? Ja, Moment. Wir müssen einmal den Hut abnehmen. So. Okay. Warten Sie kurz. Ich probiere mal kurz den Hut abzunehmen, ja. So, jetzt. Oh, das sind aber schöne Haare. Dankeschön, wenn Sie mir jetzt liebevoll einmal über den Kopf streichen. Können Sie mir einmal sagen, dass alles wieder. Alles wird wieder. Okay, das ist nett. Dankeschön. Ich sehe so. Herr Röder, wollen Sie reinkommen, sich hinlegen? Mir ist gar nichts. Alles okay? Oh Gott, wenn Sie mir vielleicht kurz einen Kuss geben können auf meinen Verband, auf meinen. Ja, machen Sie mal hier, Menschen mit dem Anzug. Herr Röder möchte gern Bussi haben. Los, gehen Sie mal. Wo ich Aua habe. Einfach Lippen spitzen und dann. Da, wo ich Aua habe. Und danach pusten. Passen Sie auf. Wie geht das, ey? Da auf das. Das ist ein bisschen Eiter. Müssen Sie sich hier ganz einfach hinhocken und dann Lippen spitzen und dann machen. Okay. Ah, okay. Ganz einfach. Kuss. Oh, halt auf, das Eiter schon ins Gesicht gekriegt. Oh, wissen Sie, ich glaube, ich mache es nicht mehr lang. Ich hätte noch einen letzten Wunsch, wenn Sie bereit sind, den zu erfüllen. Ja, natürlich. Ich möchte noch einmal mit Zunge küssen. Dann bin ich aber raus. Das stellen Sie sich doch nicht so an. Verweigern Sie doch einem sterbenden Mann nicht seinen letzten Wunsch. Also, machen Sie mal. Der arme Mann hat seine Frau verloren.
Dame Manga Bürgermeister. Sind Sie nicht wie alleine? Aber ganz schnell. Ja, aber mit Zunge. Aktiv. Aktiv. Ja. Was machen Sie denn? Sie locken ja die anderen Zombies an. Warum schießen Sie? Sie locken doch die ganzen Zombies an. Nein! Sie kommen ja irgendwie so... Ich fühle mich diesen Zombies so hingerissen. Warum tun sie denn dem... Der hat dir doch gar nichts getan. Wieso haben sie den ermordet? Er hat gestunken. Ja, nein. Wissen Sie... Also, ob das jetzt nicht gesehen hat, es geklappt oder nicht? Können Sie nochmal machen? Darf ich mir was von Ihnen wünschen? Zwei Wünsche. Okay, ich würde gerne in meinem Büro sterben. Soll ich begleiten? Ja, bitte begleiten Sie mich und... Ja. Was macht die junge Frau da noch? Okay, es braucht keine Hilfe. Ich würde gerne in meinem Büro sterben. Hey, hier ist eine kaputte Schlagstock. Ja. Uiuiuiuiui. Mir ist schon so heiß. So unangenehm heiß. Mir ist auch heiß. Wir sind heiß. Oh, vielen Dank, Dankeschön. Hier geht's lang, hier ist mein Büro und... Oh, ich muss mich da gleich mal hinsetzen. Vielleicht können Sie mir einfach einen Gefallen tun und... Vielleicht einfach hier... Können Sie mich vielleicht einfach... Wissen Sie, ich knie mich hin und Sie... Ich drehe mich um und knie mich hin und wenn Sie dann einfach... Können Sie jetzt einfach mit Ihrer Schrotflinte es beenden? Wo soll ich hinziehen? Auf den Kopf, bitte, auf den Kopf. Sicher? Ja, es muss passieren, es ist... Gibt es nicht noch eine andere Lösung? Nein, wir haben alles versucht. Sie müssen es machen. Es war kurz, aber es war schön. Ja, bitte, ich... Und ich bin bereit. Ich hab's sehr genossen. Ich werde jetzt abdrücken und das Leben Ihres beenden. Ja, bitte tun Sie es. Es ist doch kein Leben mehr. Und wir sehen uns in einem neuen Leben. Wir leben vielleicht als Turtle, vielleicht als Vogel. Jetzt machen Sie doch schon, ich quäle mich. Was haben Sie denn? Bitte. Was ist hier los? Mensch, jetzt schießen Sie doch nicht ins Bein, der arme Mann. Herbert, nehmen Sie die Waffe runter. Herbert, es ist okay, Herbert. Nehmen Sie die Waffe Herbert, runter. Hör doch zu, Herbert. Lassen Sie den Bürgermeister in ihrer... Herbert. Es ist okay, Herbert, ich habe ihm drum gebeten, Herbert, es ist... Herbert, war mein Wunsch. Hör doch mir doch zu, ich... Lassen Sie den ja nicht... Herbert, ist... Ich auch, das war ja klar, dass Sie beide unter einer Decke stecken. Herbert! Also, Sie haben ihn umgebracht. Sie waren das. Ich bring Sie um. Sie waren das mit Ihrem Schlag. Dann die Zerrlichtzimmer wieder nicht. Ach, Herr Röder. Ich hab ihn echt gemacht. Er war noch so jung. Ich kannte ihn nicht lang. Bluten Sie ihn gerade? Wir hätten ihm bestimmt auch noch anders weiterhelfen können, wenn Sie nicht so ein skrupelloser Motherfucker sind. Er hat darum gebeten. Er war nicht mehr seiner Sinne. Er war nicht mehr er selbst. Haben Sie das nicht erkannt?
Doch, natürlich, wir haben alles versucht. Wir haben ihm sogar angeboten, dass er sich hinlegen darf. Er hat gegessen, er hat Tabletten genommen und alles. Ja, guten Morgen, guten Morgen. Was ist hier los? Haben Sie meinen Bruder gesehen? Mein Zwillingsbruder aus Wyoming ist mir zu Besuch gekommen. Hallo, Herbert. Hören Sie sich diesen Mann hier an mit was? Dem 80er Training. Oh nein! Trainingsanzug. Nein! Dieser Mann hier hat ihn umgebracht. Wer hat mein... Dafür werden Sie verhaftet. Mein Bruder! Das war der Herr mit dem Schlagstock. Der hat sich oh Gott. Umgewirbelt. Ah. Voll auf die Mütze. Guck, wie er schon wegrennt, weil er es war. Er war alles, alles, was mir geblieben ist. Was haben Sie getan? Warum haben Sie... Ich habe ihn geliebt. Warum haben Sie ihn so brutal? Er ist ja komplett. Warum? Warum? Ich hab ihn geliebt. Der alte Mann mit dem Kranzkopf und seiner Frisur hat hier mit seinem Schlagstock rumgewirbelt. Herbert? Ich lag auch kurz auf dem Boden. Da liegt auch mein Blut. Ja, aber der Körper meines Bruders ist ja komplett durchlöchert. Das sieht aus, als wenn er mehrfach von einer Schrotflinte. Komisch. Das scheint nur so. Oh mein Gott. Sehen Sie nicht, das ist der Print auf dem Hemd. Das soll so aussehen. Das ist ein Used Look. Meinen Sie? Ich meine, ja gut, er mochte das. Wissen Sie, er war das Letzte, was mir geblieben ist. Und ich muss schnell mich um seine Sachen kümmern. Er hätte es so gewollt. Vergessen Sie nicht seine Brille. Aber ich glaube, Herr Shepard ist leider draufgetreten gerade. Oh nein. Wie soll ich das? Ist hier wie so ein Füßling rumgelaufen. Wie soll ich das unseren Eltern beibringen? Hören Sie mal, nehmen Sie die Hände hoch! Hände hoch! Allesamt! Sie nicht! Sie hier, Frau! Herbert! Frau Maus, Maus war das, ne? Maus, ja, Frau Maus und Sie hier, Blondie im 80er-Jahre-Trainingsanzug. Nimm die Flossen hoch, du Schuft! Du bist verhaftet! Sir, nehmen Sie die Hände hoch! Herbert, was ist hier passiert? Das ist schwer. Warum? Sir, wir sind verhaftet wegen Mordes an Geronimo Schröder, dem Ersten. Ich habe ihn nicht umgebracht. Sir, nehmen Sie die Hände hoch. Ich bitte Sie kein zweites Mal, ohne Ihnen eine Bleikugel in Ihr Bein zu verpassen. Ich ergebe mich. Ja, verdammte Scheiße, nehmen die Hände hoch. Doch, Motherfucker. Aber ich hab eine Schulterverletzung, ich kann die Hände nicht... Machen Sie besser, was Herbert sagt. Er meint es... Ja, wie soll ich das denn machen? Die sind viel zu hoch, viel zu schwer, die Hände. Ich habe eine Platzwunde. Wo ist denn mein Hut? Nee. Ich gucke auch an die Wand, ich mache nichts. Bitte tun Sie mir nichts. Wo ist mein Hut? Wissen Sie was, Sie haben Glück. Ich habe gerade in diesem Moment Mittagspause. Wir sehen uns gleich. Oh, das war jetzt aber wirklich ein Glücksfall. Wissen Sie, wenn Herbert Mittagspause hat, dann, das meint er auch wirklich ernst. Ist jetzt weg, der Mann? Ja, ich glaube, Sie haben Glück. Aber das war wirklich Glück. Er hat mich voll erwischt am Unterleib. Was, er hat Sie erwischt? Haben Sie... Ja. Brauchen Sie Hilfe? Ich guck mal eben nach. Also ich habe hier noch mein Hemd. Wollen Sie das haben? Ja, ich sehe, aber das sind nur leichte Wehwehchen, Ihnen geht's gut. Stellen Sie sich nicht so an, das ist eine Zombie-Apokalypse. Fenster repariert. Wissen Sie zufällig, wie man Fenster repariert? Nee, leider nicht. Sollten wir das hier vielleicht. Also sollten wir Ihren Bruder vielleicht beerdigen? Ja, das halte ich für eine gute Idee. Wir müssten. Gottes Willen, wie schaut es denn hier aus? Wir müssten nach Rainer Boden fragen, der ist auch Bestattungsunternehmer. Kennen Sie den? Wissen Sie, wo er ist? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, das finde ich jetzt aber frech. Ich finde das nicht der richtige Zeitpunkt, um hier das Pflanzbein zu stellen. Nein, das ist nur ein Tick von mir. Ich hab eine Krankheit. Um Gottes Willen, was ist denn hier passiert? Herr Boden, mein Bruder ist, der war zu Besuch und ich habe einmal nicht aufgepasst und jetzt ist er tot und keiner kann mir so richtig sagen, was passiert ist, aber ich kann das nicht mit anblicken, diesen Körper. Wissen Sie, können Sie vielleicht ihn beerdigen? Sagen Sie nicht mehr. Sie brauchen nicht mehr sagen. Ich weiß ganz genau, was Sie brauchen. Ich schnapp mir den. Dankeschön. Hey, Rainer Boden! Und vielleicht das Blut vielleicht auch von meinem Bruder, das hier überall. Sehen Sie das ganze Blut? Das macht mich ganz... Oh. Einen kurzen Moment. Ich werde mich der Sache annehmen. Sie brauchen da keinen Finger krümmen.
Ich werde mich darum kümmern. Herr Müller, ja. Sie hören sich gar nicht gut an. Nee, ich bin traurig. Mein Zwillingsbruder wurde hier gerade aus mysteriösen Umständen mitten im Polizeirevier ermordet und ich bin natürlich jetzt in Trauer. Das verstehe ich. Wollen wir vielleicht mal eine Runde drehen? Ich kenne da möglicherweise... Hey, schöner Hut. Danke, dieses ein oder andere Etablissement, wo wir uns vergnügen können, wenn Sie verstehen. Ja, ich bin dabei. Was kennen Sie? Ich kenne die wilde Route. Was kennen Sie noch? Ich kenne die wilde Monika. Das ist so ein Etablissement auf zwei Beinen. Hat jemand von Ihnen vielleicht einen kleinen Snack dabei? Ich kenne die dreckige Arschritze. Die ist auch sehr gut. Entschuldigen Sie bitte, aber das ist doch jetzt vulgär. Wir reden von einem Tanzclub. Ja. Das ist auch ein Tanzclub. Naja, aber also... Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht sittenwidrig ist. Vielleicht sollte Rainer Boden ihr Mundwerk auch mal ausspülen. Ja, komm mal sehen. Die dreckige Arschritze auch gleich mit. Komm sehen. Kerbert ist heute gut aufgelegt. Kerbert. Also, was soll das denn jetzt? Nee, es... Ja, warte, ich... Das habe ich nicht. Ich unter den letzten Menschen kann Ihnen was aber besorgen. Das geht hier drin nicht. Wenn Sie mir Ihre Wasserflasche geben, dann mache ich die für Sie voll. Komm mal. Ich hab da was mitgekocht, das ist eine Hosentasche. Nein, ich kann das hier nicht nehmen. Ach, scheiße. Sie müssen das leider vor der Tür... Sie das vielleicht nehmen? Ja, ich kann das nehmen, aber es ist ja nicht für mich, ne, also... Ja. Herr Rüder, wären Sie so freundlich und würden mir das vor die Tür legen? Ich meine, es ist ja auch in der sterilen Pfanne. Ja, selbstverständlich. Ist das glutenfrei? Machen. Hat jemand was kann ich, da kann ich nichts zu sagen. Also, kann man hier trinken? Sprechen die Erfahrungen. Eindeutig. Ich würde gerne, Herr Polizeioberkommissariant. Ja. Das Wasser hier auffüllen lassen? Geben Sie mir die Flasche, ich mache das für Sie voll. Bitteschön. Muss ich die auf den Boden legen? Ja, auf den Boden. Das ist aber ja, gut. Ja, ich selbst gekommen. Maus, mein Name. Maus. Boah, die Maus ist so. Voll. Mach ich ihn eben voll. Ja, wie das kleine Tier, richtig. Ja, ich nehme das Wasser genau. Schön das dreckigste Wasser, bitte. Eigentlich wollte ich Herrn Röder nur auf seinem letzten Weg begleiten. Und dann ist das Ganze eskaliert. Ja, jetzt hast du auch noch was gegessen. Wie kann ich Ihnen die Pfanne zurückgeben? Schönes Klowasser. Ich glaube, in der Polizei ist der Handel verboten. Oh, okay. Wo habe ich jetzt hier die Wasserflasche da? Eine, nicht alle. Sagen Sie mal, die rumpeln leicht vom Haus. Eins des Wassers. Nee, alles okay. Warte. Oh, hättest du aber mehr. Ihr habt doch nur eine Flasche gegeben, oder? Oh, ich glaube, wir müssen ein ganz schönes Stück laufen. Ah. So, so. Ich danke vielmals. Keine Ursache, gerne. Ich helfe immer, wo ich kann, auch wenn ich voller Trauer bin, selbstverständlich. Warum denn? Ja, wegen meines Zwillingsbruders. Der ist ja ermordet worden. Sie waren ja gerade im Raum. Ich dachte, Sie haben das mitbekommen. Ja, aber das war doch der Herbert, der mit seinem Schlock um sich geschlagen hat. Ja, das hier die alten roten Socken, die sind von ihm. Er war ja in der SPD, wissen Sie. Und hallo. Die hat er immer mit Stolz getragen. Ja, wenn Sie sie vielleicht... Entschuldigung, Herbert. Jemand weiß an meine Arbeitsweise auszusetzen. Sie können gleich mit in die Zelle gehen. Herbert, was ist da los? Herbert, doch nicht so rum. Bitte. Ich wasche mich mal im Klo. Sie, Sie mit Ihrem komischen Sombrero hier, Sie sollte man vielleicht auch mal in eine Klapse verfrachten. Wieso? Weil ich einen Hut trage, der Ihnen nicht gefällt? Ich glaube, Sie haben da ein Problem und sollten mal Hilfe suchen. Ich würde gerne Hilfe brauchen. Sie würden gerne Hilfe brauchen? Da kann ich Ihnen nachhelfen. Halt, stopp. Sagen Sie so etwas noch einmal und ich muss Sie verhaften, Sir. Na gut. Doch, ich bin auf der Seite. Maus. Ich will dir nicht im Weg stehen. Ich muss meine... Du willst die Maus hatten? Meine Deputy-Hose waschen. Da ist man zwei Tage also nicht. Sehr schönes Etablissement. Was war das für ein Geräusch? Sagen Sie mal, eigentlich hätten Sie Streit mit Ihrem Friseur, Frau Maus. Ah. Ja, leider. Ich fühle mich jetzt endlich wieder sauber. Mein Friseur war, Herr Schmorfs Frau ist ja Friseurin und die war ein bisschen, weiß nicht wieso, aber irgendwie waren die ein bisschen gereizt gestern.
Ja, das sieht man, ja. Das ist ja schrecklich. Ja, ich bin dabei. Ich muss mich einmal ablenken. Ich hätte auch gern irgendwie eine Mütze, um das abzudecken, okay. Aber ich habe bisher noch keine gefunden. Ja, wenn Sie wollen, vielleicht finde ich da was in unserer Asservatkammer, in unserem Lager. Stets bemüht. So, fahren wir ein Auto, oder? Ja, das wäre klar. Ja, okay, ja. Ja, gut, das finde ich eine gute Idee. Oh, ich brauche wirklich Ablenkung. Stets bemüht. Ich kann mich. Warte mal, Herr Röder, haben Sie auch einen Vornamen? Geronimo. Darfst du mich Geronimo nennen? Geronimo. Du hast nicht so ein Todesfrei oder so? Nee, meine Eltern waren in Ostdeutschland oft bei Indianerfestspielen und mein Großonkel war dort Geronimo, der Dritte in Häuptlingsrangfolge und nach dem bin ich benannt. Ja. Verstehe. Okay, jetzt ist die Frage, wo die Monika ist. Die ist halt ein mobiles Vergnügungsunternehmen. Ach so, die ist, ach so, ja. Ja, was machen wir denn jetzt? Zwei Beinen. Weiß nicht, haben Sie, also Geronimo, ich bin der Lachsmann, du kannst du Lachsmann sagen. Hast du die Kampfarena schon gesehen? Nee. Gibt's da, ist sie schon fertig oder ich habe nur gehört, dass die errichtet werden soll. Ja, ich glaube, die ist noch nicht ganz fertig. Also, da könnten wir jetzt hinfahren, aber ja, könnte die Monika sein. Aber das ist jetzt hier keine Entführung oder sowas, oder? Ach Quatsch. Du hast doch schon gesehen, dass ich vertrauenswürdig bin. Wir haben doch schon die Zombie-Schlacht im Kraftwerk neulich zusammengeschlagen. Absolut. Das stimmt. Das war echt ein sehr zusammenschweißendes Erlebnis. Ja. Und außerdem, wenn du dich von so einem Lachsmann mit so einem komischen Hut entführen lässt, dann weiß ich nicht, ob du Polizeipräsident sein solltest. Ja, das stimmt. Zumal ich eine Schrotflinte habe, ne? Das wäre tatsächlich albern. Oh, das wäre wirklich albern. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich habe mich verfahren. Herr Geronimo, du musst mich leiten. Naja, also, wo wollen wir denn jetzt überhaupt hin? Ich weiß ja nicht, wohin Sie mich bringen wollen. Die Kampfarena ist hinter dem Gebäude der KFC. Ja, aber Sie sind doch die KFC. Ja, ich verfahre mich immer, es ist dunkel. Außerdem ist nicht Sonntag, normal fahre ich nur sonntags. Ja, aber Sie müssen auch wissen, wo Sie wohnen. Ja, aber es ist ja dunkel. Naja, nee, also sie haben aber, die Scheinwerfer sind doch sehr hell. Naja, also. Müssen wir hier jetzt links? Ja, auf jeden Fall, hier links. Hier links und dann. Also, wo wohnen Sie denn eigentlich? Wo ist denn nochmal die KFC genau? Ja, ich hab's jetzt gesehen hier. Wo ist das Auto ausgegangen? Oh, das passiert. Das passiert. Die KFC ist ganz im Norden da, auf dem Farmhaus. Die haben uns doch mal besucht. Also du, verdammt. Ja, ich war, dann weiß ich, wo das ist. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es immer noch derselbe Ort ist. Fahren Sie mal geradeaus, du. Oh, was machst du denn? Ach, Lachs, Mann. Ach du Scheiße. Oh, jetzt Vorsicht, jetzt kommen hier auch noch die Typen da ange. Die müssen aber geradeaus fahren und dann rechts. Und dann wieder links. Fahren Sie möglichst niemanden an. Wir wollen ja nicht auf offener Straße stranden. Ja. Fahren Sie da hinten rechts und wieder links und dann kommen wir da schon hin. Okay. Und da ist jetzt neben eurem Haus ist jetzt die Arena oder was? Ja, so ein Stück in den Wald rein, aufs Feld. Ah ja, okay. Ja. Und wer soll da antreten? Bisher. Hier rechts, ja. Bitte? Hier rechts und dann gleich wieder links dann. Welche Ermittlungen dann? Bei der Bürgermeisterwahl, meinen Sie? Ja, genau. Also wir haben da verdammt viele Hinweise bekommen, dass das ein abgekartetes Spiel war. Wir müssen diese Hinweise aber natürlich so weit ausarbeiten, dass das auch für die Staatsanwaltschaft ausreicht, ne? Ja, ich habe möglicherweise da auch noch ein, zwei Indizien. Aber ich glaube, wir werden verfolgt, Lachsmann. Wir werden verfolgt. Was sind das für Typen? Jetzt verfolgen wir die. Ja, los. Ich glaube, die gehören zu Ihnen. Die sind auch von der KFC. Ja, das Auto sah aus wie von Jodel. Also von dem Jodel-Typen. Ah, ich meine, nicht so ganz. Ihr kennt euch alle nicht so wirklich gut, oder? Oh, Moment, ich glaube, ich habe mich verfahren. Naja, ja. Was heißt nicht gut kennen?
Wir haben aus einer unangenehmen Situation, in die wir ja alle gekommen sind, etwas gemacht, wo wir uns gegenseitig helfen. Aber kennen, naja. Hier rechts, ne? Ja, genau. Warum weiß ich eigentlich besser, wo sie wohnen, als sie? Ja, nee, ich hätte da auch vorher reinfahren können, aber hier kommt man besser zur Arena. Jetzt bin ich mal richtig gespannt, wer baut die denn eigentlich? Ich glaube, er ist beim Händler ausgestiegen, kann das sein? Oh, hey Glenn! Wirklich? Hey, was für ein Lachs? Ja klar. Hey. Das finde ich, das wäre jetzt aber lustig, wenn der ausgestiegen ist. Guten Tag! Ich zeig dem Herrn Röder mal die Arena. Guten Tag. Hallo. Herr Röder. Glücklicherweise ist er als Polizeichef daran interessiert, die Sicherheit mal klarzustellen. Unbedingt, das muss ich natürlich überprüfen, ob das alles standhält, ob das die DIN-Normen erfüllt, die TÜV und was es da alles gibt. Alles muss da einmal drüber gucken, ne? Ja, so, das ist der Anfang der Arena. Hat der Jodel fast allein gebaut eigentlich, oder? Ja. Das ist eine Arena? Ja, dann schauen Sie mal von ganz draußen rein. Ah, hier sind ja Zäune. Ah, und da ist ja schon. Aha! Okay, das ist natürlich doch deutlich beeindruckender, als ich zuerst dachte. Nicht so schlecht. Und wer soll da jetzt kämpfen? Ja, hauptsächlich Zombies, oder nicht? Das sollte doch bitte eine was? Arena werden. Zombies gegeneinander? Nee, Menschen gegen Zombies. Oder Freiwillige? Ich weiß es nicht, ich bin nur der Bauchmeister. Freiwillige, ja, glaub, oder Straftäter? Weiß ich ja, nicht, genau, das ist mir auch egal, ich baue es ja nur. Naja, das hat Oppenheimer ja, auch gesagt, ne? Bitte? Ich sagte, das hat Oppenheimer auch gesagt. Ja, aber der hat ja auch, der hat ja auch. Ach, lassen wir das. Ja. Naja, na ja. Okay. Naja, also so viel ist ja auch nicht mehr zum Ruinieren jetzt. Ja. Sag mal, hat jemand von euch die Monika gesehen? Wer? Nö. Monika! Ich hol mir mal ein Werkzeug und bau weiter. Ja, ich glaube, die kenne ich noch gar nicht. Okay. Naja, Brüder, ja. Oliver, du siehst ja hier, da ist jetzt noch einiges zu machen, ne? Absolut, ja, absolut, absolut. Wie viele Leute arbeiten denn hier dran? Das hat nur der Jodel gebaut, der hier gerade weggegangen ist. Ganz alleine, das ist aber tatsächlich sehr beeindruckend. Hält er denn auch die Arbeitszeitgesetze ein? Das kann ich nicht beurteilen. Man darf ja nicht mehr arbeiten als 8 Stunden am Tag, ne? Ich glaube, da hat er vielleicht ein bisschen mehr gearbeitet. Aber er hat jetzt auch wohl einen neuen Lehrling, der bei ihm anfangen möchte. Und aha. Den gerade auf dem Weg verloren. Den Lehrling verloren? Wie verloren? Ja, der war einfach plötzlich weg. Also der ist bei uns eingestiegen und ich glaube, zwischendurch ist er einfach wieder rausgehüpft. Naja, da müssen Sie doch darauf Acht geben, auf so einen Jungen. Ja. Ja, ich bin nicht gefahren. Ich habe geschlafen. Wollen Sie einen Entführungsfall melden, oder? Ja, der taucht bestimmt schon wieder auf. Hm. Wir haben zwischendurch auch beim Händler gestoppt. Wahrscheinlich wurde er da irgendwie eingesackt oder sowas. Na gut. Was hat ein Apnoe-Taucher und Ihr Lehrling gemeinsam? Tauchen beide irgendwann wieder auf. Wahrscheinlich. Wissen Sie, manchmal muss man Dinge einfach mit Humor nehmen. Wenn man sich von den Geschehnissen auf der Welt einfach niederdrücken lässt, dann steht man auch nicht mehr auf. Ja. Ja, oder man taucht auch nicht mehr auf. Absolut richtig. Ja gut, wollen wir dann weiterfahren, die Monika suchen oder sonstige Dinge? Ja, unbedingt. Du hast mir eine Monika versprochen und hast mir jetzt eine Arena gezeigt, die noch nicht fertig ist. Also das ist jetzt aber kein Ersatz für eine Monika. Kann noch besser werden. Willst du mitkommen, Glenn, oder hast du zu tun? Ich kann mitkommen. Ich habe eigentlich ein paar Sachen gesucht und dann wurde mir zwischendurch mein Auto geklaut. Was? Und jetzt, haben Sie das bei der Polizei gemeldet? Noch nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Mein Freund der Jode hat mich... Das müssen Sie doch bei der Polizei melden. Das sind doch fähige Leute. Die finden Ihr Auto doch wieder. Meinen Sie? Selbstverständlich. Ja, dann werde ich das wohl mal tun.
So, und was hat es jetzt mit dieser Monika auf sich? Also die fährt mit einem Partybus durch die Gegend oder was ist das? Naja, wie soll ich sagen? Dir geht's ja nicht so gut. Monika? Und möglicherweise hat sie ein paar Argumente, die dich aufmuntern können, wenn du verstehst. Ah, okay. Naja, ich meine, das Ding ist, mir geht's ja emotional nicht so gut. Da helfen Argumente nicht so viel, weißt du? Oder? Ja, also mit ihren Argumenten könnte sie dich möglicherweise, naja, emotional heilen. Emotional heilen? Was ist denn das für ein Firlefanz? Du hast wahrscheinlich auch so Kristalle und Wünschelruten zu Hause, was? Nein, ich versuche nur drum herum zu reden, damit ich, Mann. Also, wenn es ihnen emotional nicht so gut geht, gibt es da auch andere Möglichkeiten. So Tabletten und solche Geschichten. Ach, ich kann doch nicht meine Emotionen mit Tabletten betäuben. Das wird doch alles nur noch schlimmer am nächsten Tag. Da war ich doch schon längst, da habe ich doch alles gemacht. Ja, nee. Das ist wahr. Ich versuche das gerade noch. Geronimo, du hörst dich auch generell so ein bisschen so an. Oh, Entschuldigung. Als könntest du mal wieder. Also, du hast schon lange bestimmt nicht mehr. Also, wie soll ich sagen? Also. Den Lachs ins Meer gelassen. Du verstehst, was ich meine. Also, ehrlich gesagt, soweit ich weiß, leben Lachse in Flüssen. Ja, dann. Oh. Halt, stehen geblieben. Bleiben Sie stehen, das ist eine Verfolgungsjagd. Was? Sieht genauso aus wie mein Auto. Genau so einen bin ich gefahren. Dann holen wir uns den jetzt. Was ist denn hier los? Also ich will ja nicht so viele lästern, aber als ich Bürgermeister war, gab es das hier nicht mit den Zombies. Oh Gott. Wo kommen denn die Herde gerade her? Guten Tag, was ist hier los? Haben Sie die Herde hier zu verantworten? Check das. Geronimo, reagier dich ein bisschen ab, komm. Ah! Ja, komm da her, ihr Schweine, ihr habt meinen Bruder getötet! Ihr habt meinen Bruder getötet, ihr Schweine! Zombie. Wo kommen die denn alle her? Das gibt's doch gar nicht. Ja, wer schießt hier so rum? Das wird wieder alle angelockt. Wurde jemand gebissen? Geht's allen gut? Ich wurde nicht gebissen. Alle gesund. Alle gesund. Ich check nicht. Warum treffe ich denn nicht? Gut. Wieso treffe ich denn nicht? Ich check das Zielsystem immer noch nicht so richtig. Das war sehr gut. Gute Teamarbeit. Ja, hat jemand die Monika gesehen? Nee, die suchen sie auch. Wie, das? Sie suchen sie auch? Ja, die Monika, die... Warten Sie mal, warum suchen Sie denn die Monika? Ja, mir wurde versprochen, dass die mir helfen kann. Ich musste mit ansehen, wie mein Bruder, der war zu Besuch, mein Zwillingsbruder, wurde ermordet. Ermordet? Von wem wurde er ermordet? Ja, ich bin nicht bei der Polizei oder was? Sie waren doch Bürgermeister, Sie kennen Sie doch aus. Ja, das ist lange her. Ich bin schon längst nicht mehr Bürgermeister. Ich bin jetzt Polizeipräsident. Keine mehr. Na gut, verstehe. Ja, wenn Sie Monika sehen, sagen Sie mal, dass Mad Eagle Sie sucht. Wir hatten da so ein kleines Techtelmechtel am Laufen, aber irgendwie war sie da weg. Wie, Sie haben mit ihr was am Laufen? Aber ich denke, das ist... Lachsmann! Du hast doch gesagt, dass die Monika... wieso... Also... Möglicherweise habe ich dir verschwiegen... Ja, dass die Monika mit sehr vielen Leuten was am Techtelmechteln hat. Aber... Das ist ja... Aber also das heitert mich jetzt nicht auf. Ich suche ja auch Liebe. Mich. Und emotionale Nähe. Nicht nur körperliche. Ja, aber Lachsmann, ich habe mal eine Frage. Du hast ja gesagt, die fährt in einem Auto rum, ne? Ist das... Das hast du gesagt. Du hast gesagt, die fährt mit dem Auto rum, hast du gesagt.
Nein, ich habe gesagt, diese mobile, zweibeinige Vergnügungsmaschine. Ey! Ach so! Das sehe ich gar nicht. Verstehe, eine lange. Eine, oh. Ach so, ich dachte, ich fährt mit dem Auto durch die Gegend. Marie ist nicht mehr da. Bist du Monika? Wer von Ihnen hat hier ein Party gemacht? Wer hat die alle eingeladen? Der Bürgermeister. Ja, Monika, also wie gesagt, sagt ihr bitte Bescheid, ich vermisse sie. Und sie hat mir immer gesagt, dass sie liebt viele Männer, aber mich liebt sie am meisten. Ja, das hat sie mir auch gesagt. Wissen Sie, es ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn jemand viel Liebe zu geben hat. Das ist ja auch eigentlich was Gutes, oder? Naja, okay. Ja, was ist denn an Liebe nicht gut? Sie zu teilen. Nein, denn Liebe ist dafür da, dass man sie teilt. Ja, aber wenn, also, gucken Sie mal, Herr Ex-Bürgermeister. Wenn Sie jetzt ganz viel Chili con Carne bekommen und das teilen, haben Sie weniger. Jetzt machen Sie das gleich mal mit Liebe. Sie können ganz viel Liebe für sich alleine haben oder Sie teilen. Ich möchte die Liebe komplett für mich alleine haben. Haben Sie nicht das Buch Die Lehre des Chakringla gelesen? Ich lese nicht so viel. Hey, oh, das merke ich schon. Wissen Sie, da steht auch ganz klar geschrieben, Liebe ist immateriell. Liebe wird, wenn man sie teilt, nicht kleiner, sondern größer. Verstehen Sie das? Das ist wie die Medusa. Wenn Sie einen Kopf abpacken, wachsen zwei nach. So ist das mit der Liebe auch. Liebe wird größer, indem man sie teilt. Wenn Sie wollen, kommen Sie mal zu mir in den Club. Die Lehre des Chakringla. Ich bin Lehrmeister. Ich habe den grünen Gürtel des Chakringla. Ich kann Ihnen das alles beibringen. Ja, wo ist denn Ihr Club? Ich mache das im Versammlungsraum nach Feierabend in der Polizeistation. Okay, das hört sich auf jeden Fall interessant an. Wie ist denn das mit käuflicher Liebe? Wird das dann auch mehr, wenn ich sie kaufe? Liebe, alle Arten der Liebe werden mehr, wenn man sie teilt. Ob sie jetzt dafür bezahlen oder was auch immer, Liebe ist Liebe. Okay. Das ist, ich habe viel gelernt. Das hat sich der Ausflug Suki, hast du gehört? Was? Käufliche Liebe ist Liebe. Wir brauchen mehr käufliche Liebe. Das habe ich gerade mitgenommen. Liebe, nicht nur käufliche Liebe. Liebe in allen Aspekten. Wissen Sie, wer liebt, der mordet nicht. Das sagen Sie hier gerade umringt von 100 Leichen. Ja, weil ich in diesem Moment nicht liebe. Deswegen bin ich ja auf der Suche nach Monika. Um dann wieder lieben zu lernen. Ja, Monika hat mir auch Lieben beigebracht. Sehen Sie? Für Geld. Sehen Sie? Was soll das denn heißen? Was? Was rufen Sie denn da in Ihren Helm rein? Ich hatte Liebe, was? Hä? Ja, ich hatte vorher keine Liebe in meinem Leben, dann habe ich Monika getroffen und dann hatte ich Liebe. Aha, so ist das also, okay? Ich klaue mir dein Auto. Was? Was ist denn hier los? Kennen Sie die Dame? Nein, wo ist überhaupt mein Auto? Hey, mit Ihrer Axt. Nehmen Sie doch mal die Axt ein Stück weg. Warte mal, wo ist mein Auto? Hey, wo ist mein Auto? Okay, wo ist denn jetzt Monika? Ah, da ist mein Auto. Wie verschwinden hier alle Autos? Ganz komisch. Ja. Nun. Warte mal. Doch, Suki, warten Sie mal auf mich. Aber wie, das ist ja ein Ranger-Auto. Haben Sie denn das Ranger-Auto her? Sie sind ja gar keine Ranger. Das habe ich geklaut. Ganz alleine. Ah, okay, verstehe. Naja, na gut. Also, was machen Sie jetzt eigentlich? Ich bin jetzt also im Club und verkaufen Liebe. Ich bin Polizeipräsident, aber ich habe gerade Feierabend und bin auf der Suche nach Liebe einfach. Ach so. Ja, okay, da, wie gesagt, wenn Sie Monika treffen, dann. Ich grüße schön. Sollen Sie mal zu mir kommen. Okay, danke. Ich grüße, ne? Machen Sie es gut, Herr Igel. Passen Sie auf sich auf. Sie ebenso. Lachs. Ja. Lachs. Gut. Ja. Lass uns mal jetzt Monika suchen. Ja. Boah, kann jemand mal die Klimaanlage ein bisschen runterschrauben? Bevor der andere die findet. Ich kein Bock, dass der jetzt der zuerst kommt. Nee, ich glaube, der. Nee, ich glaube, da läuft nichts. Ich glaube, der kommt gar nicht. Okay. Oh, Vorsicht. Auffahrunfälle muss ich eigentlich aufnehmen. Ja. Ich wollte noch über eine Kleinigkeit mit Ihnen reden. Ah, Vorsicht. Da wir jetzt allein sind hier. Ja, schießen Sie los. Moment, ich glaube, wir werden verfolgt.
Wer ist dieser Typ da im weißen Auto? Das kommt mir sehr verdächtig vor. Vielleicht ein Drogendealer. Ja. Der hat eben auch schon mein Auto weggefahren hier. Vielleicht parken Sie mal einfach, fahren Sie mal links und dann wenden Sie wieder so, als wenn wir uns vertan hätten. Mal gucken, ob er hinterherkommt. Ja. Sehr clever. Ah, er kommt hinterher. Das ist die oh, was ist denn das für ein Auto? Bleiben Sie mal stehen. Schön. Bleiben Sie mal stehen. Vorsicht. Ey, Sie können ja nicht das Auto klauen, was ich gerade klauen wollte. Dann klauen wir sein Auto. Alle gerade klauen. Dann nehmt das andere Auto. Oh, hier ist aber einiges los. Ich schau mir mal an, was der unter der Haube hat. Oh. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Noch mehr. Ich glaube, wir müssen hier schnell weg. Ich rette dich. Noch einer. Es kommen ganz viele. Steig rein, schnell. Oh. Das wollen wir später. Schnell, vorsichtig. Fahr los, fahr los! Welcher Idiot hat denn da rumgeballert? Weiß ich auch nicht. Das ist doch die erste Regel. Man soll nicht rumballern. Wie viel Muni habe ich eigentlich noch? Was gehört? Was meinst du? Da war so ein lauter Knall. Nee. Ach, ich hab nichts gehört. Gut. Ja, dann suchen wir mal die Monika. Ja, ja, bin ich dabei. Monika! Ich brauch dich! Ja, also ich will schon mal vorwarnen, die Monika, die hat, naja, vielleicht eine etwas tiefere Stimme. Oh, hat die so, so bunte Klamotten an? Sie wechselt ihre Outfits. Oh, hat die so kurze bis mittellange lange Haare? Ja, schon. Manchmal trägt sie auch eine andere Perücke. Und ist die so klein, mittelgroß, groß ungefähr? Ja, so mittelgroß, klein, groß, ja. Okay, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ich schau mal, ich trick's den aus jetzt. Ist er einfach weitergefahren? Ja. Das ist so smart. Nein, es ist kein Smart, es ist ein Chevrolet. Ja, hab ich gesehen. Das haben Sie hervorragend gemacht, Herr Lachsmann. Sie kennen sich wirklich aus, damit Gangster abzuhängen. Ja. Genau darüber wollte ich mit dir sprechen, Geronimo. Also, er der ist immer noch hinter uns. Scheiße, er hat ein schnelleres Auto. Kann halt nicht schneller fahren. Du bist auch wirklich extrem langsam, muss ich sagen. Ich fahre sonst nur Sonntag. Heute ist nicht Sonntag. Sind wir eigentlich? Wir haben uns verfahren. Genau, wo fährst du eigentlich hin? Ja, dann steig doch mal aus, dann lass mich doch fahren, wenn du so lahmarschig bist. Ich steck. Ja, okay, dann ich fahre ja rechts ran. Und ich rutsch nach hinten. Moment mal, Glenn. Du musst da hinten rutschen. Scheiben ausgebaut. Nur eine. Da fehlt eine Scheibe hin. Jetzt zeig ich dir, wie man richtig mit einer Karre durch die Gegend ballert. Ja, Mann. Oh Gott, ist das schnell. Ach du Scheiße. Aber es ist doch, hier ist doch 30 überall. Ist ja gefährlich. Ist schlecht. So läuft das nämlich. Seht ihr, schon abgehängt. Ja. Wusstest du nicht, dass man so schnell fahren kann? Ja, guckt euch das an. Über 30. Ich baller richtig durch. Okay, schieß los. Ich hör zu. Naja, ich hab mich möglicherweise... Also der Glenn hier im Auto, der ist vertrauenswürdig. Wir waren ja beide neulich bei dir. Und ja. Ja, also ich hab mir möglicherweise da einen Posten als sein persönlicher Sekretär alias Verkehrsminister angeeignet. Okay, erzähl weiter.
Vielleicht bekomme ich da noch die ein oder andere Information über den Vorfall der Wahl. Ob das ein abgekatertes Spiel wäre. Okay, also du hast schon noch nichts rausgefunden, aber du bist in Position sozusagen. Ja, genau. So wie du bei Monika. Ah, welche Position hast du inne? Naja, ich bin aktuell sein persönlicher Assistent, der sich um alle möglichen Sachen kümmert und Verkehrsminister, denn hier muss überall 30 gefahren werden. Das war gerade viel zu schnell. Keine Sorge, ich bin Polizeipräsident. Oh, Fasi, entschuldigen Sie bitte. Ja, auf jeden Fall kochen wir das Gericht, worüber wir gesprochen haben. Wie kann er uns immer finden, dieser... Haben Sie einen Sender am Leib? Nee, aber vielleicht Glenn, zieh dich mal aus jetzt. Glenn, zieh dich aus. Ich schau mal. Nee, zieh dich jetzt aus. Willst du mich durchsuchen? Entschuldigung. Der ist gegen den Baum geknallt, Trottel. Ja, so ein Idiot. Würde uns nicht passieren. Ich war im Kreis. Ich hoffe, wir haben mehr Sprit als er. Ja. Wo ist Monika? Sag mal, ja, wo wohnt Monika? Monika! Ja, sag mal, willst du denn auch auf ihrer Mundharmonika spielen? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich deine Zweideutigkeiten zu deuten habe, aber hat, Wer hat diesen Strauch dahingestellt? Hat dich ganz aus dem Konzept gebracht. Ich befürchte, das Auto ist beschädigt. Ben, bist du nicht Mechatroniker? Ja, ich kenne mich aus. Ich schau mal nach. Schauen Sie mal nach. Wir tun so lange als... Auf jeden Fall zu viele Scheiben drin. Zu viele Scheiben drin? Ja. Der Motor ist auch nicht mehr so gut. Ich könnte sagen, der Motor ist komplett im Arsch. Ja, das ist aber auch... Was ist denn das für eine Scheiße hier? So, hey, ich sitze da drin. Ich hab dem den Anschuss gegeben, die alte Möhre. Selber schuld. Okay, Jungs, wir suchen uns ein neues Auto. Halt! Sofort aussteigen, ich bin Polizeichef. Ich hab ein neues Auto, Männer. Entschuldigen Sie, es geht um die Staatssicherheit. Vielen Dank für das Auto. Melden Sie sich bei der Polizei für eine Entschädigung. Mein Name ist Röder, ich bin Polizeipräsident. Das geht jetzt so aber nicht. Ich habe geöffnet, keine Sorge, ist wieder offen. Sie können einsteigen. Andere Seite. Andere Seite. Okay, wir müssen jetzt aufpassen, was wir jetzt bereden. Das muss alles unter uns bleiben. Glenn, willst du einsteigen? Ich glaube, da ist kein Platz, fürchte ich. Moment, hat da jemand den Sitz? Ach. Hat jemand den Sitz umgeklappt oder was? Ja, da scheint irgendwas drauf zu liegen. So eine große Kiste oder so. Was? Nee. Da muss der Kollege hier mal aussteigen, wer hier uns verfolgt hat. Warum eigentlich? Warum? Das ist doch mein Auto. Nee, ich hab mich doch gar nicht verfolgt. Ich hab niemanden verfolgt. Genau so ein Auto und irgendwann war das plötzlich weg. Hä, aber was, also da, können wir das da nicht rauswuchten, was da noch drin ist? In den Kofferraum legen oder was? Ja, oder kannst du nicht eine Scheibe da drüben ausbauen und hier einbauen, wenn du verstehst? Ich schau mal, ob das mit der Scheibe geht. Ich versuch's mal schnell. Hey! Das ist eine Schrot, die hat Streuung. Also ihr müsst ja Benzin im Tank, der Shit kann explodieren. Kannst du nicht einfach auf Autos schießen? Ja, ich fürchte, ihr müsst mich zurücklassen. Nee, pass auf, ich hab eine Idee. Pass auf, gib mir mal eine Sekunde. Wer auch. Geht das jetzt? Nee. Irgendwer sitzt doch da, irgendwer kann das doch da mal wegnehmen und sich das auf den Schoß legen. So. Ich komm da nicht ran. Ich würde schnell einsteigen, Herr Glenn. Nun. Probier mal. Geht das jetzt? Also andere Seite, nicht andere ran. Seite. Jetzt muss es gehen, Glenn! Fahren Sie. Wir gehen da gleich, wir fahren dem Glenn hinterher.
Geiles Manöver. Glenn! Ja! Steige ein, steige ein! So, kriegen wir jetzt diese Müllhalde von Auto mal aufgeräumt? Hey, das steig ist ein Auto. Los, steig ein! Ja. Ja, geht ach, das geht doch gleich. Geh doch! Okay. Wie Alex sagen okay. würde, geh doch! Okay, was machen wir jetzt, Männer? Monika suchen! Hey! Ja, hier ist ein Van! Wir werden verfolgt! Wir werden, los, die schnappen wir uns die Sau! Halt, halt! Entschuldigung! Ach, Herbert! Ja! Mensch, hören Sie, ich suche den Brian. Wir müssen unbedingt unseren Fuhrpark erweitern. Ist das eines unserer Fahrzeuge, in dem Sie sich aktuell befinden? Ja, das ist richtig, das ist mein Auto, Herbert. Nein, das ist mein Auto. Dass das Ihr Auto ist und nicht, dass das mein Auto ist? Deins, schmeins. Wir leben im schauen Kommunismus, Sie, seit ja, der neue Bürgermeister in der Macht ist. Ihre Sachen. Kommunismus bedeutet Demokratie. Ja. Nein, das ist so, als wenn Sie sagen würden, blau bedeutet rot. Ja, richtig. Ist es ja auch. Das sind unterschiedliche Sachen, Sie Dämlack. Also. Ist der Eimer voll, kann ich sagen, ist der Eimer leer. Weil für mich ist der Eimer leer, auch wenn er voll ist. Ja, das macht keinen Sinn. Herr Präsident, wie sehen denn die Pläne für heute aus? Das ist ja egal, wir leben ja im Kommunismus. Also ich habe gerade von Lachsmann... Sie wirklich nicht bei Ihrem Volk, Schießen Sie los, Herbert. Ich bin ganz Ohr. Herbert ist... Sie wirklich nicht bei Ihren korrupten Machenschaften... Ich höre Herbert gar nicht. Ja. Aber was steht denn heute an? Also, ich musste erstmal meinen... Kann einer übersetzen? Ja, ich musste erstmal meinen Bruder zu Grabe tragen. Und dann hat der Lachsmann mir gesagt, wir finden die Monika, die meine emotionale Trauer bekämpfen kann. Aber wir finden die Monika nicht. Jetzt sitze ich hier... Und langsam habe ich das Gefühl, ich muss mal einen Zombie abknallen oder irgendwo muss ich das rauslassen. Ja, das sehe ich genauso. Ich brauche eine Beschäftigung, Beschäftigungstherapie. Was sagt Herbert? Wie machen wir das denn? Wollen wir mal irgendwas, wir können ja auch was zu fünft irgendwas unternehmen hier. Wir können ja mal was richtig auf die Beine stellen. Ignorieren Sie diesen Fahrer oder diesen Mann da vorne einfach. Wir können ein Wettrennen machen. Was hältst du von einem Wettrennen, Herbert? Wollen wir ein kleines Wettrennen machen? Wollen wir ein kleines Wettrennen machen? Ja, wir können Wettrennen machen. Warte, pass mal auf. Wir machen Wettrennen. Wir treffen uns. Weißt du noch, wo die KFC wohnt? Nee. Wo wohnen die denn? Das würde mich mal interessieren. Wenn ich jetzt sage, fahr mir nach, ist ja kein Wettrennen, ne? Ja. Ja, warte, dann suche ich ein anderes Ziel. Weißt du noch? Ja, wir können da ja mal hinfahren und dann fahren wir von KFC hier hin. Das ist eine gute Idee. Zur Polizeistation, das ist eine sehr gute Idee. Ja. Was kriegt denn der Chicken Winner? Ja, richtig. Eine Nacht bei Monika. Lachs, weise mich mal ein. Herbert! Nach links. Ja, links und dann die zweite rechts. Herbert, kommst du? Links jetzt, Herbert. Herbert! Nee, die erste rechts. Weiß nicht. Ich glaube, wir haben ihn abgehängt. Oh. Also... Das Auto ist nicht mehr so zu. Das Auto ich ist nicht mehr so. Liegen im Leben. Ich fahr nochmal einen Block. Herbert! Ja, nicht, dass der jetzt auch einen Block fährt. Und dann haben wir sowas wie vorhin mit dem Verrückten, der uns verfolgt hat. Der knallt hier. Ey, ich musste dieser Frau ausweichen. Sonst wäre ich da nicht gegen den Baum gefahren. Da war auf einmal eine Frau auf der Straße. Nein, nichts ist okay. Das Auto ist jetzt kaputt. Ich musste. Nein. Was machen Sie denn auf offener Straße? Aber wieso fahren Sie denn auch so schnell um die Ecke? Ja, weil ich nicht wusste, dass da ein Mensch einfach auf der Straße steht. Hey, aber ich stehe überall Menschen auf der Straße, Herr Röder. Das ist doch ungeheuerlich. Sind Sie ein bisschen durcheinander? Naja, mein Bruder wurde ermordet auf mysteriöse Art und Weise. Natürlich bin ich durcheinander. Jetzt ist das Auto kaputt, weil Sie da standen. Da wollte ich langfahren. Da habe ich Ihnen das Leben gerettet durch meine... Ja, aber gucken Sie mal, wenn Sie links abbiegen, müssen Sie ja einen Schulterblick machen, gucken, ob der wer über die Straße geht. Na, Sie müssen einen Schuldblick machen. Wer hat Schuld? Das ist die entscheidende Frage. Ja, offensichtlich der mit dem Auto, weil Sie müssen ja aufpassen, dass Sie keine Ahnung
Springer befreien. Aber sehen Sie hier einen Zebrastreifen irgendwo? Lassen Sie mich mal. Hier, darf ich mal. Ich muss mal Ihre. Darf ich mal Ihre Stirn fühlen? Meine Stirn wollen Sie fühlen, na bitte. Ja, ja, warten Sie mal. Ja, können Sie mir über den Kopf streicheln? Ja, die ist ja ganz warm. Alles okay bei Ihnen? Sie ja, ja, nee, mir geht's gut. Ich hab. Bin nur jetzt leicht durcheinander durch diesen Unfall. Ich habe jetzt auch auf einmal echt Hunger. Dieser Unfall hat mich richtig hungrig gemacht. Das ist schlecht. Ja, ja. Ja, wenn denn jetzt ja was zu essen dabei hätte, weil jemand die ganze Zeit rumgelaufen ist und Essen gesammelt hätte, das wäre natürlich ein super guter. Ja, also, kennen Sie so jemanden? Hey, das Auto ist heile. Sehr gut, das Auto ist heil. Jetzt müssen wir nur noch. Naja, so richtig heil ist es ja nun nicht. Naja. Klingt doch nicht so richtig gut. Wir wollten ein kleines Wettrennen veranstalten und dann hat ein Fußgänger einfach die Straße benutzt. Ja, aber Sie fahren ja alleine, das ist ja kein Wettrennen, das ist ja nur ein rüpelhaftes Autofahren. Nee, wir brauchen Opa noch. Opa, ich weiß nicht, wo Opa ist. Herbert. Ach so. Wir haben gewonnen, oder? Deswegen ist niemand in der Polizeiwache. Wieso brauchen Sie Hilfe? Nee, Mist, ich bin ja gut ausgerüstet jetzt. Ja, alles gut. Also alles gut. Ich wollte nur eigentlich mit dem Bürgermeister sprechen, weil der hatte ja so ein paar Sachen versprochen und bisher sehe ich das noch nicht umgesetzt. Ach was, der Bürgermeister hat leere Versprechen abgegeben und das konnte man vor der Wahl ja gar nicht ahnen. Naja. Aber Sie haben doch nicht etwa vor, mit dem Nudelholz Teig zu rollen, oder? Nee, das Monika. Ist nur... Ich Einer von uns schuldet mir ein neues Auto. Ich habe kein Pavel gefunden, leider. Dachte ich nämlich erst mal Nudelholz. Besser als nichts. Besser als nichts, da gebe ich Ihnen recht. Passen Sie bloß auf sich auf, die Straße wimmelt vor Zombies. Wir brauchen ein neues Auto für unser Wettrennen. Weswegen ich mit dem Bürgermeister reden wollte. Aber da ist einfach niemand im Amt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Amtsgeschäfte vernachlässigt werden. Ja, ich auch nicht. Schwer vorstellbar. Sie haben da Gäste mitgebracht. Sind das Ihre Fans? Das sind meine Freunde. Das darf ich vorstellen. Das ist Lachsmann und das ist Glenn. Ja. Oh, Herr Lachsmann sieht aber nicht gut aus. Hallo. Warum? Das Gucken Sie mal hier. Der ist schon ganz grün. Achso, das ist nicht Lachsmann. Das ist Lachsmanns Frau, Dörte. Woher weißt du, wie meine Frau heißt? Ja. Warum haut ihr auf ihr ein? Erschießt sie doch, damit es schnell geht. Das ist viel zu viel Arbeit. Oh, das ist eine richtige Rave-Party. Wir dürfen auf keinen Fall hier rumballern. Was ihr mitgebracht habt. Wollen wir jetzt Monika? Die Luft ist rein, die Luft ist rein. Monika oder was zu essen? Eins von beiden wäre toll. Vielleicht. Fahren, da gibt's nochmal Eis. Vielleicht gibt's bei Monika ja auch was zu essen. Aber ich fürchte, wir müssen bestimmt. Laufen? Wieso denn laufen? Ich gehe doch nicht zu Fuß. Hier fahren die Autos so schnell. Haben Sie mal gesehen, wie schnell die Autos hier um die Kurve biegen? Ich habe noch einen Snack dabei. Was? Warten Sie mal. Was haben Sie dabei? Ich habe noch einen Snack dabei. Ein Snack? Hier. Ah, das ist aber nett. Oh, Ketchup. Ja, danke schön. Das ist sehr freundlich. Bitte, bitte. Ich esse mal eine Tube Ketchup. Oh, das ist ja herzallerliebst. Oh, ist das gut, lecker. Ne? Total. Dankeschön, aber ich hatte ihn ja... Oh Gott, ich hab so Magenschmerzen, Robert. Oh Gott, hab ich Magenschmerzen. Nein. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Wollt ihr noch ein bisschen Öl? Ich muss mich übergeben. Öl geht auch runter wie Öl. Also, sehr wortgewandt. Das macht nur der Mann. Oh Gott, ich glaube, ich wurde vergiftet. Jemand hat versucht, mich mit Ketchup zu vergiften. Ich hab doch gesagt, ich bin Ketchup-intolerant. Oh Gott, das ist ein Mordanschlag. Helfen Sie mir, ein Mordanschlag. Ich muss mich nochmal übergeben. Herr Bruder, Sie sind... Das würde Ihnen sowieso niemand glauben. Hilfe, Mord! Spül das weg. Okay. Das ist ja, Herr Bruder, das funktioniert nämlich nur, weil man besonders gut aussehen ist. Oh Gott, ich glaube, ich wurde ein Opfer eines Mordanschlags. Nein, ich glaube nicht. Wir müssen, das auch? Ich wir müssen zur Polizei und diesen Mordanschlag. Mimi, höre ich die ganze Zeit. Bei der Polizei diesen Mordanschlag sofort melden. Oh. Was zum Unterspülen haben. Hier, gucken Sie mal da. Ich kann. Das ist doch leer. Ist es leer? Oh, Entschuldigung, warte, ich habe hier noch was. Erst anderes. Vergiften, dann verspotten, ja?
Was mit dem da? Das ist noch verschlossen. Ich vergifte sie doch nicht. Wie soll ich sie denn vergiften? Naja, okay. Ist ja nicht selbst gemacht gewesen, der Ketchup. Aha. Na gut, na gut. Was höre ich eigentlich für seltsame Stimmen? Ja, das ist die Suki. Ich glaube, frag schon mal die Suki, wo Monika ist. Die weiß das bestimmt. Platzwunden kann ich leider nicht vernähen, aber ich gebe ihm noch mal gleich sterile Verbände mit. Wer ist der Mann da unten? Ja, guten Tag, Herr Röder. Ah, hallo Brian, hallo Merb. Ah, welche Freude, Sie zu sehen. Scheiße, Herr Röder. Ich bin heute den anzureden. Wie, aber nicht schon wieder krank melden, Brian, oder? Nein, ich kümmere mich heute um die, die Polizeirevier. Ich bin richtig kaputt. Oh mein Gott, was ist dir denn passiert? Du bist ja über und über mit Wunden. Ich war auf der Mission, um ein paar Ressorts und Essen zu holen. Da kam der Riesenhorst. Ich humpel jetzt so, schon. So, nimm dir mal ein Antibiotika hier und Schmerzmittel. Aber Brian, du bist nicht gebissen worden oder so ein Scheiß, oder? Nein, sowas würde mir niemals passieren. Ah, da bin ich ja beruhigt. Ich bin ein Kämpfer. Ah, okay, Brian. Da liegen noch Schmerztabletten. Und ich hab den Kranken, mit dem Krankenwagen da bin ich entkommen. Echt? Ist das so schlimm? Ja. Hat sich's wenigstens gelohnt? Ja, ich soll hier nachher noch zum Angel Bleaching, wurde mir gesagt. Ah, okay, okay. Ich weiß nicht, was das ist, aber mir wurde das nur empfohlen. Ah, verstehe, okay. Hallo. Was? Hallo? 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 Gucken Sie mal, da können Sie doch alle hinten aufspringen. Ja, spring auf, ich bin die Rappelkiste. Also das hört sich jetzt ein bisschen falsch an. Wenn jemand mit Süßigkeiten ankommt, gehe ich auch nicht gleich hinterher. Es geht nicht, wenn es so klein kommt, dann ja, wir sind hoch. Aber auch kann von der Polizei, Brian. Eine Räuberleiter geben, bitte? Räuberleiter? Das sagen Sie in Gegenwart der Polizei? Röderleiter. Ich brauche bitte eine Röderleiter. Ja, naja, eine Röderleiter kann ich Ihnen geben. Warten Sie. So, jetzt. Hopp. Frau Dings ist die Beste. Au! Sagen Sie mal, sind Au! Sie schwach? Was ist denn da los? Warum treten Sie denn nach mir? Wo ist eigentlich der Lasch? Das ist ja nicht hier. Sie müssen ein bisschen weniger wackeln, das geht ja so gar nicht. Erst ist schon die junge Dame, wissen, wo der Lachsmann ist. Hier ist doch der Lachsmann. Ja. Das ist was? Da wollen Sie noch mitkommen oder sollen Sie hier lassen? Ich geh mal kurz mit deiner Lachse. Ja, pass auf, du kannst nicht alleine in den Wald gehen. Ja, vorsichtig. Lachs, du musst aufpassen. Wenn jetzt hier Zombies kommen. Entschuldigung. Oder Brian? Ist die Polizei noch da? Ja. Ich hab kurz Polizei ist noch da, Polizei ist noch da, keine Sorge. Herr Röder, jenseits also des Marktes. Ich habe hier noch eine sterile Bandage für Sie. Im Wechsel. Von außen gegen den Markt. Danke. Ach. Sich drum kümmern, damit hier der Markt noch sicher bleibt. Naja, ich bin ja von der Polizei. Und ich, ja, fahren Sie mich ruhig hin, dann mache ich das halt noch. Nee, kommen Sie einfach mit, das ist zu Fuß. So, nimm ja, okay. Und dann sollte auch alles wieder. Ich meine, ich bin Polizeipräsident, ich kann mich jetzt nicht um jede Kleinigkeit selber kümmern, nicht? Aber mache ich das nochmal. Das macht immer einen guten Eindruck, wenn man Hand anlegt. Wissen Sie, die Zeiten, in denen ich mich bei der Bevölkerung beliebt mache, sind für mich vorbei. Verstehe. Moment, hier ist es, hier ist es, hier ist es, direkt hier. Also, man hört ihn. Ist er im Auto drin oder was? Oh, er ist jetzt schon drinnen. Er hat's reingeschafft. Er ist schon im Markt. Sehen Sie ihn? Ja, ich sehe ihn. Wie komme ich denn da rein? Außenrum. Da muss ich ja außenrum laufen. Ja, der war hier hinten ist offen. Wo ist offen? Hier links unten. Dankeschön. Ja, dann hau ich die Sau mal weg da eben. Sekunde mal. Tja. Frau Maus, ihr steht da, Helfer und Dienstleister, keine Ahnung. Ja, komm mal her, Brigitte, komm mal her, Brigitte. Oh. So. Das ist immer gut gemachte Polizeiarbeit. Haben Sie sonst noch Sorgen? Nee, das war's, dankeschön. Keine Ursache. Ja, hier, ich musste kurz einen Zombie platt machen. Keine Sorge, ich musste eben der Bevölkerung helfen. So, ich bin fertig. Umgelaufen, der Herr Rüden. Ich bringe gerade noch die Leiche raus, dann können wir fahren.
So, da unten. Ja, ich musste kurz Polizeiarbeit erledigen. Ja, alles gut. Ich muss heute ganz viel essen und da nicht arbeiten. Ja, Brian, dann nimm dir halt einen Tag frei, ne? Aber wenn du glaubst, die Zombie-Apokalypse wartet auf einen gelben Schein, dann täuschst du dich, glaube ich, du. Nein, nein, nein. Ich habe auch keine weiter beim Text arbeiten. Ich werde schön Zeug für die Stadt machen. Okay, gut, das ist eine gute Idee. Auf den Mund. Ja, dann geh ich mal weiter. Ich Brian, pass auf dich auf, wir brauchen dich fit, ne? Ja, ich wollen wir was bin, zu essen suchen? Auch ich bin am Empfang. Wir empfangen die ganzen Leute. Okay. Gute Besserung, Brian. Was ist mit dem Schulbus hier? Natürlich, danke. Ach so. Der Schulbus ist schön, ne? Ja, wir brauchen ein Auto. So, den können wir nicht einfach klauen. Ich will jetzt besoffen Wettrennen machen, Leute. Ja, wo ist denn der Opa? Also der Herbert, oder wie heißt? Brian, hast du Herbert gesehen? Der ist in der Stadt irgendwo unterwegs. Der irgendwo oben. Sie müssen weit gerade ein Auto. Okay, danke schön. Ja, ein Auto. Hat jemand ein Auto und ein Viersitzer? Wir haben ein Auto. Was sind Zweisitzer? Da sind nur Zweisitzer. Ja, wir brauchen so ein richtiges Vierersitzer-Auto. Wir sind nämlich Zwei so eine. Sitze reichen doch. Wir sind so lange nicht hierher gekommen. Schönes gesehen. Wir sind eine Bande. Da vorne. Ich komme gleich wieder. Aber ist denn hier gar nichts zu machen, Glenn? Kannst du mal reingucken in den Motor? Du hast doch die Schraubenskills. Ja, warte, ich guck mal. Mensch, die ganzen Autos hier sind aber auch alle kaputt, das gibt's gar nicht. Vorsicht, was ist denn hier los? Ja. Oh Gott, wer, also entschuldigen Sie bitte, hey. Ja? Passen Sie doch auf, wie Sie fahren, Sie hätten uns ja fast über den Haufen gebrettert. Ob ein Zombie-Mörder weniger, das macht gar nichts. Kann ich mal Ihren Führerschein sehen? Nee, ich bin 17. Sie sind 17? Ja. Ja, aber dann dürfen Sie doch nicht Auto fahren. Warum? Weil es gibt keine Fahrschule mehr. Ja, selbstverständlich. Fahrschule Schmotz. Um die Ecke. Ich bin zufällig Fahrlehrer. Das geht ja gar nicht, Sie sind 17 Jahre alt. Ich muss jetzt nach Hause fahren. Ach so, ja, das verstehe ich selbstverständlich. Gute Fahrt, passen Sie auf sich auf. Danke. Passen Sie auf sich auf. Ja. Ich habe eine polizeiliche Frage. Ja. Und zwar steht hier vorne so ein Schulbus, den man fahren kann. Ja. Aber der steht hier als Geländer des Marktes. Könnte man den aus polizeilicher Sicht einfach mal ausleihen? Also ich wüsste... Gehört mir. Ja, gehört mir. Das ist jetzt... Wo sind denn die Papiere? Wo sind denn die Fahrzeugpapiere? Will ich mal die Fahrzeugpapiere sehen? Ich muss jetzt nach Hause fahren, ne? Ja. Ah ja. Okay, das verstehe ich natürlich. Also hier dieser Bus, da passt doch bestimmt mehr rein. Dieser kleine gelbe, was ist das? Kentucky School. Wenn man den ja so raus... Ja, also wenn... Also Herr Lachsmann, ich guck mal geradeaus auf diese wunderschöne Fichtenlandschaft und was dann außerhalb meines Wahrnehmungsbereichs passiert, das sehe ich ja nicht. Also... Lalalala. Oh, ist das hier eine Nordmann-Tanne oder ist das etwa eine Südmann-Fichte? Ist die schön. Ich wackel mal so ein bisschen dran rum. Ah, oh. Jetzt packt er den aus, oder was? Das stellt sich ja alles ein bisschen schwieriger dar als gedacht. Das ist schon ein bisschen assi, ehrlich gesagt. Wenn sich das da jemand so aufgebaut hat. Vielleicht sollten wir das nicht machen. Ja, okay, Laxi, lass mal gut sein. Vielleicht will der da auch einfach stehen bleiben, der Bus. Wir suchen uns was anderes, komm. Ja. Okay. Nee, der geht leider nicht raus. Geht nicht. Was ist denn hier mit dem Krankenwagen? Die müssen doch schnell sein, oder? Wieso das denn? Herbert? Nein, Herbert ist nicht hier, ist Brian. Ja, Brian, hast du Herbert gesehen? Ich suche den gerade. Wir wollten ein Wettrennen machen, aber irgendwie ist er nicht hinterhergekommen. Ich glaube, zu Wettrennen sind wir nicht so gemacht.
So wie mein Opa fährt. Ja, das stimmt, du hast völlig recht. Mit Opa sollte man das vielleicht nicht machen. Ja gut, also... Wer kann denn ahnen, dass zwei Autos in so kurzer Zeit kaputt gehen? Ah, Lachsmann. Ich muss mich mal eben hinlegen, ja? Mach das mal. Hier im Haus, ich glaube im obersten Stock, da kann man ganz gut. Also. Ich muss mal eben in die Polizei. Ich muss mal eben in die Polizeistation. Leute, es ist ja eigentlich Valorant-Zeit. Ich gucke gerade auf die Uhr. Es ist 19.58 Uhr. Wir haben gesagt, wir treffen uns um 8. Warte mal, wo ist denn jetzt die? Wo bin ich denn da? Rechts, links. Und ich zocke jetzt noch ein bisschen Valorant. Und dann schaue ich mal, ob ich dann im Anschluss an Valorant noch eine Runde Project Zomboid spiele wieder. Was haltet ihr denn davon? Heute wird nur gewechselt. Tür zu machen. Tür zu machen. Tür zu machen. Und sit. So. Zack, dann machen wir mal